So, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich für die Veranstaltung, die wir heute Abend organisieren. Das ist die Arbeitnehmerkammer zusammen mit dem Movement Ecologique. Und ich glaube, wir sagen das, haben das da schon mehrfach gesagt, Nora und Silva, aber wir finden das immer noch eine äußerst positive Entwicklung oder eine sehr positive Tatsache, dass sich hier Arbeitnehmer zusammentun mit einer Umweltgewerkschaft, um Zukunftsthemen gemeinsam aufzugreifen und zu diskutieren. Wir hatten bereits in der Vergangenheit Veranstaltungen zur Steuerreform. Wir hatten auch Herr Fratscher schon den Hauptmitarbeiter von Herrn Piketty. Ich weiß, dass Sie da auch kritische Anmerkungen machen. Unser Finanzminister damals war auch nicht so begeistert von den Ausführungen von Herrn Piketty. Und es ist so, dass das Bemerkenswerte auch ist, man organisiert Konferenzen und Vorträge gemeinsam in Zeiten, wo man ja nicht immer in allem Punkt einig sein muss, weder zwischen uns als Strukturen noch mit dem Referenten. Es ist eine Zeit, wo wir Dialog und Austausch und eine positive Streitkultur brauchen über die Zukunftsgestaltung. Und deshalb ist es unserer Ansicht nach bemerkenswert und äußerst positiv, dass wir gemeinsam Veranstaltungen zu Zukunftsfragen thematisieren. Und wenn wir die Liste der Teilnehmer gucken, dann sehen wir auch, dass die Panoplie der Teilnehmer von Leuten aus Kommunen über Umweltengagierte bis Gewerkschaftler und auch natürlich in den ökonomischen Bereich hineinreicht. Genau das Triumvirat, das man eigentlich auch für einen Dialog über die Zukunftsgestaltung braucht. Wir sind dann äußerst froh, dass Herr Fratscher zugesagt hat, diejenige mit, ich muss das ehrlich sagen, Herr Fratscher, ich wusste nicht, dass Sie so bekannt sind in Luxemburg. Ich hätte das nicht so gedacht, aber viele Leute sagten, wow, habt ihr den Herr Fratscher gekriegt, weil Sie sich doch einen Ruf aufgebaut haben, nicht nur als einer der eminentesten Ökonomen Deutschlands, sondern auch als einer, der es exemplarisch versucht und ich denke auch gelingt, die drei Themen ökonomische Entwicklung mit sozialen Fragen und ökologischen Fragen zu verknüpfen. Was, denke ich, noch nicht so gängig ist, wie man es sich eigentlich wünscht, dass die verschiedenen Sektoren Belange zusammentun in der Zukunftsgestaltung. Und insofern sind wir äußerst froh, dass Sie, Herr Fratscher, heute Abend als Referent zugesagt haben, aber natürlich auch, dass Herr Feio, unser Wirtschaftsminister, bereit ist, aus seiner Perspektive in die Thematik einzuführen. Und er sagt uns vielleicht auch einige Anmerkungen, wie Luxemburg gedenkt, im ökonomischen Bereich eine Post-Corona-Zeit im ökonomischen Bereich anzugehen, die dann ökologischen und sozialen Belangen gerecht wird. Insofern, ich danke, es erwartet uns eine sehr spannende Veranstaltung heute Abend. Es wird so sein, dass Nora noch mal kurz begrüßt und dann der Wirtschaftsminister 10 Minuten oder das wird so sein, wie der Herr Feio es als sinnvoll erachtet, aber kürzer, das war abgemacht, der Hauptredner ist Herr Fratscher, in den Themenabend einführt und dann wird Herr Fratscher eben seinen Hauptvortrag machen und danach wird ein offener Austausch mit allen Teilnehmern stattfinden. Nora, es wäre schön, wenn du noch ein paar Worte sagen würdest. Ja, ganz gerne. Merci, Blanche. Du hast jetzt es schon genauso gesagt, wie ich es auch erwähnen möchte. Vielen Dank von der Seite der Chambre des Salariés an euch, an dem Mouvement Ecologique für die perfekte Organisation dieser Veranstaltung. Und es freut uns auch, genau wie du es gesagt hast, immer wieder, dass wir so gut zusammenarbeiten können und auch Konferenzen zu verschiedenen wichtigen Themen für uns, für euch organisieren können. Und einen ganz schönen Abend dann an euch alle von unserer Seite auch. Im Namen der Arbeitnehmerkammer herzlich willkommen zu unserer Konferenz. Auch das hat Blanche gesagt, wir hatten gestern über 200 Anmeldungen, was wirklich sehr viel ist für Konferenzen dieser Art von unserer Seite. Und wir sehen, dass das jetzt schon ein ganz großer Erfolg ist und dass ganz viel Zustimmung kam zu der Organisation von unserer Konferenz heute Abend. Ich bedanke mich dann natürlich auch beim Wirtschaftsminister Franz Feio, dass er heute Abend bei uns ist und dass er eingeschaltet ist und sich auch ganz kurz noch an uns richten wird. Ich denke, das ist sehr wichtig für den Austausch. Genau wie meine Vorrednerin es gesagt hat, wir haben hier alle drei wichtigen Instanzen vertreten und ich glaube, das regt den Austausch noch weiter an und das ist sehr wertvoll. Aber dann natürlich freue ich mich am meisten und bedanke mich für die Zustimmung
von unserem hochkarätigen Gastredner heute Abend, Professor Marcel Fratschner. Ich bin sehr froh, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Und Blanche hat das auch schon gesagt, das ist wirklich, das war ein großer Erfolg. Wir waren sehr froh über die positive Zustimmung. Sie sind Professor an der Humboldt-Universität in Berlin, sind Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ein bekannter und renommierter Wirtschaftswissenschaftler. Und wir haben als Arbeitnehmerkammer auch mit dem DIW schon in der Vergangenheit viel zusammengearbeitet. Wir hatten schon zum Thema alternative Finanzquellen und Finanzierungsansätze für unsere Sozialversicherungssysteme einen Austausch. Und ich denke, das ist ein Thema, das uns auch zu diesen Zeiten, in Corona-Zeiten, äußerst brennend interessiert und ein wichtiges Thema auch noch sein wird in den nächsten Monaten und Jahren. Professor Fatscher, Sie haben ja in Ihrem neuen Buch auch die Wichtigkeit von einem starken Sozialstaat unterstrichen. Auch das ist ein großes Anliegen für uns als Arbeitnehmerkammer, gerade in Krisenzeiten, gerade in dieser Krise. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir auch heute Abend vielleicht noch auf dieses Thema eingehen können. Wir werden nicht müde als Arbeitnehmerkammer, dies immer wieder zu unterstreichen, wie wichtig ein starker Sozialstaat für eine Gesellschaft ist. Und wir gestalten die Welt nach Corona, wir sollen die zusammengestalten, wir können die Corona-Krise als eine Gelegenheit erfassen und als eine Chance, die wir auch nutzen können, um verschiedene strukturelle Veränderungen einzuführen. Und ein wichtiges Thema für unsere Seite ist natürlich auch den Kampf gegen die steigenden Ungleichheiten. Sie wissen, dass wir auch in Luxemburg ein ganz großes Problem mit den Ungleichheiten haben. Sie sind heute auf einer Rekordhöhe angelangt, ein trauriger Rekord, den es gilt zu bekämpfen und dagegen anzugehen. Und das ist für uns auch sehr wichtig. Wir haben als Chambre des Salariés machen wir jedes Jahr ein Sozialpanorama, wo wir auch auf die steigenden Ungleichheiten aufmerksam machen. Und das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht. Und deshalb ist es sehr, sehr aktuell für uns. Und noch gestern hatten wir eine Pressekonferenz zu einem spezifischen Thema bezüglich der Ungleichheiten und die Risiken auch der Pandemie auf unsere Gesellschaft. Und zwar auf die Jugend, auf die jungen Leute und auf ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch auf ihre Ausbildungschancen. Auch das ist uns ein großes Anliegen in dieser Krise. Ich denke, wir können Chancen aus der Krise nutzen. Sie haben in Ihrem Buch ganz viel darüber gesprochen, wie wir die Welt von morgen gestalten können, wie wir die notwendigen Investitionen in die Zukunft machen können, was jetzt gemacht werden muss für die Generation nach uns, um auch ökonomisch, sozial und ökologisch aus dieser Krise herauszukommen. Und da sind wir ganz gespannt drauf. Ich schließe dann hiermit ab und sage Ihnen noch einmal herzlichen Dank und allen Teilnehmern heute Abend vielen Dank für eure Teilnahme. Und dann sind wir ganz gespannt. Ich wünsche uns einen erfolgreichen Abend. Und Blanche, jetzt weiß ich nicht, gebe ich dir das Wort zurück? Oder? Ja, ich glaube, wir geben das Wort sofort an Herrn. Ja. Merci, Nora. Ich glaube, wir geben das Wort sofort an Herrn Fayot. Ja, vielen Dank, Blanche. Vielen Dank, Nora. Herzlichen Gruß an alle Teilnehmer, an Herrn Fratscher. Ich habe Ihr Buch, ich habe es noch nicht ganz gelesen, bin noch nicht ganz dazu gekommen, aber ich bin diagonal da durchgegangen und habe versucht, schon in den großen Zügen zu verstehen, ein bisschen wo es hingeht. Ich werde nicht sehr lange reden. Ich glaube, es wurde gesagt, ich bin nicht der Hauptredner. Aber ich denke, es gibt ein sehr viel Food for Thought in diesem Buch, auch hier für uns in Luxemburg. Ich denke, das ist schon fast eine Banalität, das zu sagen, aber das Virus hat Kluften noch weiter aufgerissen, hat Ungleichheiten vertieft in unseren Gesellschaften. Menschen in kleinen Wohnungen oder Menschen auf der Straße, Alleinerziehende, Krankenhelfer, und Helferinnen und Kassiererinnen waren ungleich sehr viel härter betroffen von diesem Virus als Leute, die im Homeoffice arbeiten konnten zum Beispiel.
Ich bin auch Minister für Entwicklungszusammenarbeit. Und wir hatten jetzt über die letzten zwei Tage die Assise de la Coopération. Das sind bei uns an sich eine Konferenz, die alle zwei Jahre stattfindet und wo wir den Punkt machen zu der Entwicklungszusammenarbeit. Und auch da hatten wir ein Panel zu Ungleichheiten. Und es wurde festgestellt, dass auch natürlich der globale Süden ungleich härter betroffen ist von dieser Pandemie als die entwickelte Welt. Mädchen und Frauen, die nicht mehr weiter zur Schule gehen können, die schwanger werden, haben an sich ihr ganzes Leben damit verplant. Und das ist auch eine Nebenerscheinung der Pandemie. Auch die Wirtschaft ist in den Entwicklungsländern natürlich sehr viel härter betroffen als bei uns. Letztlich sehen wir auch, dass sehr reiche Menschen noch sehr viel reicher wurden in dieser Pandemie. Auch das ist eine sehr klare Folge dieser Zeit. Neben den sozialen Verwundbarkeiten kam mit der Pandemie auch die Verwundbarkeit der Gesundheitssysteme ans Licht. Mangel an Masken oder Beatmungsgeräten und ein drohender Kollaps zu vielen Zeiten der Krankenhausdienste in fast allen unseren Gesellschaften. Luxemburg hat aus meiner persönlichen, natürlich sehr subjektiven Sicht die Pandemie relativ gut überstanden. Unser Gesundheitssystem hat sich angesichts der Pandemie als eher resistent erwiesen. Aber es bleibt bei der Feststellung, auch bei uns, dass das ganz klar Verstärkung nötig ist. Investitionen in das Gesundheitssystem müssen auf allen Ebenen gefördert werden. Eine weitere Schwachstelle hat mit unserer sehr besonderen Lage hier zu tun, als kleines offenes Land zwischen drei größeren Ländern. Wir sind sehr stark angewiesen natürlich auf Grenzgänger. Und wir haben zum ersten Mal in meiner Generation wieder Grenzschließungen gesehen in dieser Zeit. Sicher keine Glanzzeit für die Europäische Union. Das hat zu sehr viel Stress geführt für die Wirtschaft, aber natürlich auch insbesondere für unser Gesundheitssystem, weil der Großteil unserer Krankenpfleger kommt aus der Grenzregion und auch sehr viel aus Deutschland. Das war ganz klar eine sehr schwierige und auch wirklich auch ein Stresstest für Luxemburg, aber auch für die Beziehungen in der Großregion. Wir haben auch in dieser Corona-Krise wirtschaftliche Schwachstellen ganz klar erkannt. Wir haben gesehen, dass der Handel sich mit der beschleunigten Digitalisierung stark verändert hat. Die Deindustrialisierung in strategischen und lebenswichtigen Sektoren über die letzten Jahrzehnte in Westeuropa hatte auch sehr erhebliche Auswirkungen. Und wir haben gesehen, dass wir verletzlich sind bei unseren Lieferketten und unseren Wertschöpfungsketten. Verschiedene Märkte wie der Automobilsektor, der schon vorher sehr stark im Wandel war, oder der Bau mussten sich wegen Lieferengpässen auch ganz stark anpassen. Und wir leiden jetzt noch hier in Luxemburg im Bau unter Engpässen, die Nachwehen dieser Corona-Zeit sind. Und wir sehen auch da noch nicht definitiv ein Licht am Ende des Tunnels. Auch die Lebensmittelversorgung haben wir gesehen, dass wir sie wahrscheinlich zu sehr globalisiert haben und dass wir an sich auch in einem absurden Maß unsere Lebensmittelversorgung aus den Händen gegeben haben. Ich glaube, aus all diesen Feststellungen wurde auch jetzt schon auf europäischem Niveau und auch bei uns natürlich hier in Luxemburg wurden Lektionen daraus gezogen. Es wird sehr viel jetzt von Re-Onshoring der Industrie in strategischen Bereichen in Europa geredet. Auch bei den Lebensmittelketten, denke ich, ist verstanden worden, dass wir sehr viel mehr auf lokale und regionale Produktion setzen müssen.
sicher auch ein erster Denkanstoß eben in Richtung Relance nach der Covid-Zeit. Wir haben während der Krise als Regierung, wie so viele andere europäische Regierungen, eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Substanz gemacht. Wir haben zwei Pakete verabschiedet, um eben auch die Effekte der Krise auf die Wirtschaft abzufedern. Wir haben diese Überbrückungs- und Stabilisierungsprogramme gemacht in einem sehr beeindruckenden Volumen für Luxemburg. Die Hauptmaßnahme bei uns, wie in manchen anderen europäischen Ländern, war die Kurzarbeit, aber auch Direkthilfen wurden ausbezahlt. Wir haben aber auch sehr schnell, schon im Mai, ein zweites Paket gemacht, wo wir als Wirtschaftsministerium Innovationen in Form von neuen Produktionsverfahren, Digitalisierung, Überschreitung von Umweltstandards und auch Bemühungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft mit außerordentlichen Beihilfen im Rahmen des europäischen Beihilfewerks subventioniert haben. Hier ist es auch schon ganz klar, nicht nur die Krise abzufedern, aber auch schon die in Richtung Erholung der Wirtschaft und der Relance nach der Krise zu begleiten, auch zu orientieren in die Richtung, wie wir sie möchten, nämlich mehr Digitalisierung und auch mehr eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Wirtschaft. Ich hab's gesagt, ich bin auch Minister für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Und wir haben da gesehen, dass die Covid-19 einen sehr starken Tribut gefordert hat. Ich habe heute Nachmittag mit der nigerischen Regierung das neue Abkommen unterzeichnet für unsere Zusammenarbeit in der Entwicklung. Und es wurde mir auch da wiederum vom Außenminister bestätigt, dass die Schäden, insbesondere in der informellen Wirtschaft, die ja sehr stark auch auf Proximität basiert, verheerend sind. Und wir müssen auch da ganz klar in der Relance nach der Covid verstärkt dagegen wirken und schauen, dass wir diese Wirtschaften wieder aufbauen. Covid-19 hat unser Leben, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft geprägt. Die Pandemie hat uns herausgefordert, gemeinsame Antworten zu finden, welche den gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen gewachsen sind. Wir müssen jetzt ganz klar den Blick nach vorne richten und ich denke, dass Bücher wie dieses hier uns dabei auch sehr viel helfen. Die wichtigsten Fragen, die wir jetzt beantworten müssen, sind erstens, welche Lehren können wir aus dieser Krise ziehen? Welche Lücken im System wurden aufgedeckt und wie können wir diese nachhaltig beheben? Und was sind die Erfolge? Welche Dynamik wirkte im Hintergrund und wie können wir uns für die Zukunft darauf aufbauen? Ich denke, es ist noch zu früh, um zu sagen, inwieweit diese Krise einen Bruch mit der Vergangenheit darstellt. Ersten Beobachtungen und Analysen stimmen jedoch überein, dass sich im Vorfeld bestehende Veränderungen beschleunigt haben, zum Beispiel die Digitalisierung und die Wichtigkeit von Umweltfragen. Trends haben sich verschärft, insbesondere der eben erwähnte Anstieg von Ungleichheit. Sie haben es gesagt, es gibt gute Gründe, pessimistisch zu sein, aber es gibt auch gute Gründe, optimistisch zu sein. Ich habe mir an sich zu jedem Thema ein paar Gründe aufgeschrieben, die ich sehe. Zuerst einmal auf den Gründen zur Hoffnung. Ich denke, wir haben ein neues kollektives Bewusstsein erreicht in dieser Zeit. Wir hatten mit einer Pandemie zu tun. Wir haben verstanden, dass wir die nur zusammen besiegen können. Dadurch, dass wir alle eine Maske anziehen, dadurch, dass wir alle auf Distanz gehen, dass wir uns 7-mal pro Tag die Hände waschen und so weiter. Und ich denke, dass dieses kollektive Bewusstsein, um die Pandemie zu besiegen, uns auch helfen kann, um weitere Krisen
zu besiegen. Die Umweltkrise, die soziale Krise. Das ist ein erstes positives Signal, das ich sehe. Zweitens denke ich, gibt es jetzt einen politischen Konsens, der sich abzeichnet bezüglich diesem grünen und digitalen Neuaufbau. Die Idee, dass wir einen neuen New Deal brauchen, setzt sich in Amerika durch, setzt sich auch in Europa durch und auch auf manchen anderen Orten, wie auch in Afrika, wie wir das gestern auch mit diesem Treffen in Paris gesehen haben. Drittens, eine neue internationale Steuerlandschaft, um diesen Neuaufbau überhaupt erst einmal möglich zu machen, im Sinn von mehr Gemeinwohl. Wir sind in einem Krisenmoment und ich denke, es gibt sehr positive Signale, dass sich die internationale Gemeinschaft jetzt darauf einigt, eine Minimalbesteuerung insbesondere von internationalen, multinationalen Betrieben zu verabschieden. Das begrüße ich ganz klar. Und viertens, ein neues Bewusstsein über die Wichtigkeit von Empathie, der Gesundheit, der Freiheiten und der Kultur im Sinne eines neuen Humanismus. Auf der Minusseite Gründe zum Pessimismus sehe ich in der Hauptsache zwei Gründe. Erstens ich nenne das jetzt mal den Rebound-Effekt des Homo economicus, die vielleicht das Risiko, dass die Menschen noch stärker zum Individualismus und zum Egoismus tendieren nach dieser Zeit dass der Neoliberalismus noch nicht ganz tot ist. Und zweitens auch eine fortwährende Bedrohung unserer Demokratie durch Fake News, durch soziale Medien, kombiniert mit dem Abstieg der Mittelklassen und einem Populismus, den wir in allen Ländern sehen. Die Frage, die Sie aufwerfen, Herr Fratscher, sind fundamental. Läutet diese Pandemie eine neue Aufklärung ein oder im Gegenteil einen neuen Obskurantismus? Waren die Freiheitsbeschneidungen, die Lockdowns und Beschränkungen, welche nötig waren, um die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu beschützen, ein Wake-up-Call, dass wir zusammen und zum Preis von manchmal schmerzhaften Regeln unsere Freiheit und das Gemeinwohl genießen können? Und vielleicht eine Blaupause für die Lösung von weiteren Krisen, insbesondere der Umwelt- und Klimakrise und der sozialen Krise. Ich höre jetzt hiermit auf und freue mich auf Ihre Ausführungen, Herr Fratscher. Vielen Dank, Franz Fayo, für die, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich finde das äußerst sympathisch und bemerkenswert, wenn man merkt, dass sich ein Minister auf etwas vorbereitet hat und nicht nur einfach eine Einführung macht, sondern, glaube ich, sich sehr bewusst vorbereitet hat und einige Anmerkungen gemacht hat, die, glauben wir, ich noch manchmal zitieren können. Wobei die Formulation, der Neoliberalismus ist noch nicht ganz tot, glaube ich, die finde ich ganz richtig lieb. Herr Fratscher, wir freuen uns, vielmals merci für die anregende Einführung, Franz Fayo. Herr Fratscher, dann gebe ich das Wort an Ihnen und als Erklärung für die Teilnehmerinnen während des Vortrages können Sie Fragen zum Vortrag zu den Anmerkungen von Herrn Fratscher via Chat einreichen. Bitte nicht sofort das Wort ergreifen. Wir machen während dem Vortrag immer via Chat. Dann greife ich die gegebenenfalls auf und unterbreche manchmal den Herrn Fratscher. Er hat gesagt, das wäre okay, wenn eine Rückfrage ist. Aber die Diskussion würden wir nach dem Vortrag führen und dann kann auch jeder das Wort ergreifen, der das möchte. Aber bis dato dann eben bitte Rückfragen im Chat während des Vortrages sind gerne willkommen. Herr Fratscher, jetzt ist es an Ihnen. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Weber, liebe Frau Nora, lieber Herr Fayot, für die Einführung und auch für die Einladung. Freut mich, hier zu sein und hoffe, dass wir einen guten Dialog hinbekommen. Ich werde also versuchen, meinen Vortrag auf 30 Minuten zu begrenzen, sodass wir gut Zeit haben für eine Diskussion. Und mein Ziel oder mein Fokus des Vortrags ist die Kernfrage, wie geht es weiter mit der Transformation hin zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft in den kommenden Jahren, auch
durch die Pandemie getrieben. Was ist der Ausblick? Mit diesen drei Elementen als drei Bausteine meines Vortrags. Also einmal, was sind die wirtschaftlichen Herausforderungen? Wie geht es da weiter? Zweitens dann diese zentrale Herausforderung, die auch von einigen von Ihnen schon eingeklungen ist, die soziale Polarisierung, die soziale Spaltung, die ja nicht erst jetzt durch die Pandemie entstanden ist, aber hier nochmal verschärft wird. Und die Frage, wie können wir damit umgehen? Was sind da die Herausforderungen? Und als drittes die große Herausforderung der ökologischen Transformation. Und was sich durch meinen Vortrag zieht, ist in gewisser Weise, klar, auch Skepsis und Kritik und Probleme, die ich aufzeigen will, aber auch, ich will durchaus sagen, als Kernbotschaft, Herr Fayot hat es sehr schön gesagt, es gibt gute Gründe für Pessimismus, aber es gibt bessere Gründe für Optimismus. Also ich will durchaus sagen, die Pandemie ist in gewisser Weise auch eine Chance, dass wir die wichtigen Lehren für uns ziehen und daraus das nutzen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Ich möchte aber mit, wenn Sie mir erlauben, 5 bis 10 Minuten so ein bisschen größeres Bild malen und auf eine Metaebene gehen und über die Lehren der Pandemie sprechen. Und auch basierend gerade auf dem Buch, das Sie erwähnt haben, die neue Aufklärung, das Ende letzten Jahres erschienen ist. Und ich habe ein paar Folien vorbereitet und würde als erstes Sie mal fragen, wenn Sie jetzt ganz hypothetisch gesehen mit all dem Wissen, das Sie heute haben, sich 15 Monate in die Vergangenheit katapultieren können, in Februar 2020, also bevor die Pandemie so richtig abgehoben hat. Und Sie könnten hypothetisch... Guck mal. Da ist noch jemand nicht stumm geschaltet. Und Sie könnten ganz hypothetisch frei wählen, in welchem Land der Welt Sie diese Pandemie durchleben wollten. Welches Land würden Sie wählen? Und ich glaube, viele von uns oder die allermeisten von uns müssten gar nicht lange überlegen und würden sagen, ja, eigentlich haben wir doch in unseren Ländern, Luxemburg, Deutschland, wo auch immer Sie jetzt sitzen, das haben wir doch eigentlich gut hinbekommen. Wir haben die Krise doch eigentlich ganz gut bewältigt. Und auch gerade in Deutschland ist das immer wieder der Eindruck, ja, wir haben es doch einigermaßen gut bewältigt. Klar, es hat sich ein bisschen gewandelt. Erste Welle, glaube ich, nach der ersten Welle war sehr starkes Selbstbewusstsein da. Jetzt in der zweiten, dritten Welle gab es doch eine Menge Kritik. Aber im Großen und Ganzen ist eine gewisse Zufriedenheit da. Also sagen, das haben wir bewerkstelligt oder wir kommen da jetzt raus. Und wenn man sich so die drei großen Dimensionen anschaut, Gesundheit, Wirtschaft, auch Wirtschaft und Soziales und Grundrechte, sieht man, dass nach all diesen drei Dimensionen, bei der die Politik ja auch immer abwägen musste, was können wir tun, um die Gesundheit der Menschen zu schützen? Bedeutet das Einschränkung für die Wirtschaft oder ist das nicht auch hilfreich für die Wirtschaft? Was müssen wir an Schließungen vornehmen? Homeoffice, Herr Fayot hat über die Lieferketten gesprochen, über Produktionsprozesse oder auch über die Grundrechte. Also das war immer die Abwägung. Und mein Punkt ist, wenn Sie sich jede dieser Dimensionen anschauen, dann sehen Sie, dass Länder wie Deutschland oder auch Luxemburg deutlich stärker betroffen waren. Vielleicht wirtschaftlich nicht. Luxemburg ist da außergewöhnlich gut durchgekommen, aber gerade auch wirtschaftlich Deutschland. Jede dieser drei Dimensionen sind die meisten europäischen Länder viel stärker betroffen gewesen als die meisten anderen Länder der Welt. Und ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel, das ist nicht mehr ganz aktuell, ist ungefähr 10 Tage alt, eine Statistik über die Länder, die meisten Infizierten in der Welt hatten oder noch immer haben. Und Deutschland steht ja auf Platz 10. Und die neuinfizierten Zahlen gehen jetzt ein bisschen runter. Aber gesundheitlich ist in Deutschland die meisten europäischen Länder stark betroffen. Aber auch über die anderen beiden Divisionen. Wirtschaftlich gesehen ist Europa der globale Schwachpunkt. Nirgends in keiner Region der Welt war der wirtschaftliche Einbruch so stark wie hier. Und auch bei den Grundrechten, die Einschränkung für Bewegungsfreiheit, für Versammlungsfreiheit, zu reisen, Geschäfte zu öffnen. Also diese Dinge sind massiv eingeschränkt worden. Und in vielen Ländern, auch da haben wir vor
vor dem Seminar darüber gesprochen, auch in Deutschland, auch immer noch jetzt viele der Restriktionen da sind. Also in gewisser Weise ist es überraschend, dass obwohl wir dieses positive Bild haben, trotzdem viele überzeugt sind, wir haben das gut bewältigt. Und ich will hier mal eine Grafik zeigen, eine Entwicklung, das ist zugegebenermaßen nur für die erste Pandemiewelle. Es ist die Frage, wie vertrauen Sie Ihrem Staat, Ihren staatlichen Institutionen und der Politik? Das kommt von einem Edelman Trust Report, die das jährlich machen. Und die haben dann im Mai 2020, also am Ende der ersten Welle, nochmal eine Befragung gemacht in verschiedenen Ländern. Und man sieht, das Vertrauen in den Staat ist deutlich angestiegen. Und auch gerade jetzt nicht nur unter den Leuten mit einem hohen Bildungsgrad, einem sehr guten Einkommen, sondern unter allen Menschen. Und gerade in Deutschland sieht man das, wie stark der Sprung ist. Also das Gefühl, Vertrauen ist angestiegen. Und für mich ist die Frage, woran liegt es, dass wir das Gefühl haben, das haben wir doch eigentlich ganz gut bewältigt. Was sind die Stärken bei aller Kritik, die jetzt auch an der Impfstrategie, an manchen politischen Strategien geäußert werden? Wenn immer wieder, also für mich sind die 6 Stärken, die ich hier aufliste, gerade welche, die, glaube ich, nicht nur Deutschland auszeichnen, sondern auch eben Länder wie Luxemburg, aber die meisten europäischen Länder. Das Erste ist sicher diese Solidarität. Und das finde ich erstaunlich, dass Menschen, junge Menschen, die selbstständig sind, die ein Geschäft oder ein Restaurant haben, nicht zur Risikogruppe gehören, übermäßig oder überverhältnismäßig sehr stark gesagt haben, ja, ich akzeptiere diese Restriktion, dass ich schließen muss. Es ist zwar hart für mich, aber ich verstehe und akzeptiere, dass es notwendig ist, um die älteren Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, verletzliche Menschen zu schützen. Ich glaube, das liegt auch sehr stark daran, dass wir eine starke Zivilgesellschaft, starke zivilgesellschaftliche Institutionen haben, aber auch, und das wurde auch schon in den Vorworten klar, wir haben in Europa sehr starke staatliche Institutionen durch die soziale Marktwirtschaft. Wir haben einen sehr starken Sozialstaat, der anders als in den USA verhindert hat, dass Millionen von Menschen arbeitslos werden. Über Kurzarbeitergeld beispielsweise in Deutschland in der Spitze über 7 Millionen Menschen Kurzarbeit, Arbeitsplatzverluste, naja, immerhin fast 1 Million. Das ist jetzt auch nicht nichts in Deutschland, aber der Sozialstaat konnte zumindest zu einem erheblichen Teil Schlimmeres verhindern. Auch das ist, glaube ich, eine große Stärke, die, was uns bewusst sein sollte in dieser Pandemie. Und andere Punkte, die ich hier nur kurz ansprechen werde. Wir haben sicherlich sehr resiliente Unternehmen, die das ganz gut hinbekommen haben, sich gegen diese Schocks abzusichern. Wir haben auch etwas ganz Neues und für mich sehr Positives, eine sehr viel höhere Wertschätzung für die Wissenschaft. Virologen in Deutschland, die vorher niemand kannte, sind mittlerweile Haushaltsnamen und jeder kennt sie und jeder hört auch darauf. Also die Politik muss Rechenschaft ablegen. Die kann nicht sagen, wir haben das jetzt so entschieden, sondern dann kommen die Leute und sagen, aber die Virologen und Virologinnen haben uns dies und jenes gesagt. Und auch diese stärkere internationale Kooperation, auch diese europäische Initiative, europäischen Wiederaufbaufonds, fand ich extrem wichtig, dass Länder wie Deutschland und Luxemburg die Nettobeiträge zahlen, also wirklich auch zugestimmt haben, gesagt haben, ja, wir verstehen, alle europäischen Länder müssen gut durch die Krise durchkommen. Wir haben es bisher besser geschafft. Wir sind bereit, auch eine stärkere finanzielle Last zu tragen. Also es sind für mich 6 wichtige Elemente, die 6 wichtige Lehren auch aus der Pandemie, die für mich wichtig sind, dass wir uns langfristig daran erinnern. 4 Konfliktlinien, die sich hier grundlegend verändert haben. Einmal die Balance Staat versus Markt. Und Herr Fayot hat von Neoliberalismus gesprochen. Ich denke auch, es gibt die noch, aber ich glaube, diese Marktgläubigkeit, der Markt weiß alles besser, der Staat ist das Problem. Das würde heute, glaube ich, niemand mehr so sagen. Denn selbst die stärksten, größten Unternehmen, die Lufthansa in Deutschland, geht zum Staat und sagt, wir können es allein nicht, wir brauchen eure Unterstützung, sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, hier eine gesunde Balance zwischen Staat und Markt, eine neue Balance hinzubekommen, das ist eine der großen Herausforderungen, die sich hier finden muss. Wie gesagt, die zweiten und dritten Punkt, Rolle von Europa, von Multilateralismus,
Auch da sehen wir wichtige Schritte in die richtige Richtung, meiner Ansicht nach. Aber ich will nochmal diesen vierten, dieses Ethische, die Frage des sozialen Kontrakts, des Gesellschaftsvertrags ansprechen. Und nochmals, die soziale Marktwirtschaft hat sich dort bewiesen und vor allem diese Betonung auf Solidarität halte ich vielleicht sogar für eins der positivsten Elemente. Und diese zwei älteren Herren, einen davon, den Namen mögen Sie kennen, Charles Darwin mit Sicherheit, der auch immer postuliert hat, Gesellschaften setzen sich da, die Stärksten setzen sich durch und es ist gut, individualistische Gesellschaften zu haben, harten Wettbewerb und großen Druck. Und auf der anderen Seite steht Pjotr Kropotkin, das ist ein russischer Naturforscher, der Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, was so die sozialen Strukturen von Gesellschaften genau die Gegenthese aufgestellt hat, gesagt hat, nein, die Gesellschaften sind erfolgreich, die ein hohes Maß an Solidarität, an Gemeinschaftssinn haben. Und es gibt über die letzten Jahre und Jahrzehnte eine Menge Studien, die sich das angeschaut haben und die eigentlich ziemlich einstimmig zur Schlussfolgerung kommen, Darwin lag falsch, zumindest was das Soziale betrifft, und Kropotkin liegt richtig. Und viele Studien zeigen, Gesellschaften, die ein hohes Maß an Solidarität, an Gemeinschaftssinn zeigen, meistern schwierige Krisen, sei das eine Pandemie, sei das Naturkatastrophen, Kriege, große Krisen, Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen. Solche Gesellschaften meistern diese Krisen deutlich besser. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, was sind die wichtigen Faktoren, die gut funktioniert haben in der Krise. Wir finden sicherlich viele, die schlecht funktioniert haben, kann man auch darüber reden. Aber ich glaube, auch dieses Positive hervorzuheben. Ich will jetzt kurz 5 Minuten zu jedem dieser drei Bereiche. Einmal die Blickwirtschaft, dann soziale Polarisierung und dann ökologische Transformation ansprechen und auch zusammenbringen. Wirtschaftlich gesehen, verzeihen Sie mir, wenn ich einen sehr starken Fokus auf Deutschland habe, es gibt sicherlich deutliche Unterschiede auch innerhalb von Europas. Wie gesagt, Luxemburg, muss ich gestehen, bin kein Experte, mit Sicherheit nicht, aber ich weiß, dass natürlich Luxemburg in vielerlei Hinsicht wirtschaftlich auch die Pandemie sehr gut gemeistert hat. Das heißt nicht für jeden Einzelnen, aber doch in der Gesamtheit. Deutschland war hart getroffen, knapp 5% schrumpfende Wirtschaft 2020. Italien, Spanien -10%, also als Größenordnung deutlich härter getroffen, auch Frankreich härter getroffen. Und jetzt eine ganz ordentliche Erholung, wahrscheinlich um die 3,5% Wachstum in diesem Jahr. Arbeitslosenquote ist ein bisschen gestiegen, aber nicht massiv in Deutschland. Also Kurzarbeitergeld habe ich angesprochen, das hat recht gut funktioniert. Und auch was Herr Fayot schon angesprochen hat, waren die Exporte. Der wichtige Grund, weshalb 2021 bereits jetzt im zweiten Quartal wieder deutliche Wachstumszahlen sieht, in Deutschland, aber vielen europäischen Ländern, sind vor allem die Exporte. Vor allem die Exporte nach Asien, große Teile Asiens, zumindest Ostasiens und Südostasiens, hat diese Pandemie letztes Jahr überwunden gehabt. Gerade China zieht wahnsinnig viele deutsche Exporte an und auch aus anderen europäischen Ländern. Und das ist einer der wichtigen Gründe, weshalb wir jetzt im zweiten Quartal in Deutschland wieder Wachstumszahlen sehen. Ich will nochmal diese privaten Konsumausgaben ansprechen und die Bedeutung des Sozialstaats. Private Konsumausgaben sind im letzten Jahr knapp 5,5% runtergegangen, verfügbare Einkommen nur ungefähr 1%. Ja, also der Staat hat mit starken Transfers diese privaten Einkommen stabilisiert. Klar, es gibt große Unterschiede über Gruppen hinweg, darauf komme ich gleich, aber als Großes und Ganzes, Konsum ist deutlich eingebrochen, aber deutlich stärker als die verfügbaren Einkommen. Und das heißt, die private Sparquote ist massiv nach oben gegangen, in fast allen europäischen Ländern. Viele Menschen haben gesagt, ich bin vorsichtig oder ich kann gar kein Geld ausgeben, ich kann keine Reise machen, ich kann den Kühlschrank oder was auch immer ich mir gerne besorgen möchte, nicht anschaffen, weil Geschäfte geschlossen sind. Es ist schwieriger, das zu tun.
Und das macht mich relativ optimistisch auch fürs zweite Halbjahr diesen Jahres. Es wird also so einen kleinen Konsumboom geben. Die Leute werden sagen, ich will wieder reisen, ich will raus, ich will diese Anschaffung machen, weil eben gerade bei den privaten Ersparnissen die deutlich nach oben gegangen sind, zumindest gesamtwirtschaftlich. Klar, wenn man sich dann einzelne Gruppen anguckt, sieht es unterschiedlich aus. Ich will kurz sagen, das ist ein Gesamtbild. Und wir haben zunehmend eine polarisierte Wirtschaft mit einem Exportsektor, Industriesektor, der schon auch Anfang diesen Jahres schon wieder sehr gut lief, vor allem wegen der Exporte. Und wir haben einen Dienstleistungssektor in Deutschland. Klar, Luxemburg, Finanzdienstleistung ist nochmal was anderes. Die sind deutlich weniger stark betroffen gewesen. Sieht man auch hier in der Grafik für Deutschland. Bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, die sind auch ein bisschen zurückgegangen in Deutschland, aber bei weitem nicht so viel wie Handel, Verkehr, Gastwirtschaft, Unternehmensdienstleistungen oder sonstige Dienstleistungen. Also wir sehen diese Polarisierung. Und meine größte Sorge für das kommende Jahr ist es die Frage der Unternehmensinsolvenzen. Wir haben einen Rückgang in Deutschland gehabt 2020 der Unternehmensinsolvenzen, einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren. Und wo man natürlich sagt, das kann nicht sein, Wirtschaft bricht ein und Unternehmensinsolvenzen finden kaum mehr statt. Es lag an zwei Gründen. Einmal das Aussetzen der Antragspflicht für Unternehmensinsolvenzen, zum anderen auch die wirtschaftlichen Hilfen. Also das heißt aber nicht, dass die Unternehmen das alles gut ist, sondern meine Sorge ist, gerade wenn diese Wirtschaftshilfen jetzt über das nächste Jahr so langsam ein Ende finden, dass dann für viele Unternehmen das dicke Ende noch kommen wird. Gerade für kleine Unternehmen, die nicht so das dicke Polster haben, die Schwierigkeiten haben, an Fremdkapital, also an Kredite zu kommen. Und also Verluste sind groß, Schulden haben deutlich zugenommen. Und das ist, glaube ich, ein großes, großes Risiko, was wir über das nächste Jahr auf dem Schirm haben wollen. Ich habe vom Sozialstaat gesprochen und der doch sehr hohe Ausgaben getätigt hat. In Deutschland, wenn man das jetzt mal ganz grob nimmt, hat der deutsche Staat, Bund, Länder und Kommunen 2020 und 2021 zusammengenommen 500 Milliarden Euro an Hilfen ausgegeben. Hilfen für Unternehmen, Steuersenkungen, direkte finanzielle Transfers, Beteiligungen, oder für Menschen Mehrwertsteuersenkung, Kurzarbeitergeld, Kinderbonus. Das sind ungefähr 15% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Also das ist schon ganz erheblich. Ja? Und deutsche Staatsverschuldung, das sind hier Prognosen. Wo haben wir Deutschland? Hier ungefähr wird ungefähr, hier ist es nicht drauf, aber wird ungefähr 15% von 60% einer jährlichen Wirtschaftsleistung auf 75% steigen. Mein Punkt ist, dass die Staatsverschuldung wirklich die geringste unserer Sorgen sein sollte, weil die meisten Länder in Europa diese Schulden für lau finanzieren. Die 10-jährige Staatsanleihe in Deutschland hat immer noch negative Zinsen. Und das sieht man eben in dem, was die Länder an Zinszahlungen tätigen, relativ zur Wirtschaftsleistung. Das ist der Grüne hier, Deutschland zahlt ungefähr 0,5-0,4% an Zinsleistung, relativ zur Wirtschaftsleistung. Das ist also Bruchteil, 75% Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung, aber nur 0,5% an Zinsen, was relativ zur Wirtschaftsleistung, was Deutschland jedes Jahr zahlt. Jetzt gucke ich mal, Luxemburg liegt sogar noch drunter. Der rote Punkt ist, was es vor 10 Jahren war. Ja? Und die fallenden Zinsen bedeuten, die Kosten fallen. Klar, für Luxemburg weniger stark, die damals auch schon wenig Schulden hatten und einen sehr soliden Haushalt hatten. Und natürlich sehr viel stärker für Länder wie Deutschland, aber praktisch für alle anderen Länder. Also Staatsverschuldung, dieser Hype und diese Panik um, wir haben nur hohe Schulden, der Staat muss möglichst schnell zur Schuldenbremse zurückkehren, ist genau die falsche Priorität. Also die Verschuldung sollte nicht eine Entschuldigung sein, um wichtige Herausforderungen, Zukunftsherausforderungen zu adressieren. Möchte jetzt zum zweiten Punkt kommen, zur sozialen Polarisierung. Und hier haben wir auch, wir das schon in den Vorworten und den einleitenden Worten mehrmals gehört, das ist in der Tat eine der großen, großen Sorgen, die ich für die kommenden Jahre habe. Und obwohl Menschen im Großen und Ganzen relativ zufrieden sind, wie wir durch diese Pandemie gekommen sind. In den meisten westlichen, europäischen Ländern ist das Gefühl
die Gesellschaft ist gespaltener, sehr, sehr groß. Und wenn Sie sich mal Deutschland nehmen, wie gesagt, das ist Stand, die Umfrage letzten Sommer passiert, 88% der Deutschen sagen, wir sind gut bisher durch die Pandemie gekommen, aber nur 39% sagen, das Land ist geeinter geworden. Also 61% sagen, nein, das Land ist gespaltener geworden. Also man ist zufrieden, aber gleichzeitig realisiert man, die Gesellschaft wird ungleicher. Und das ist, glaube ich, ein sehr klares Signal. Man sieht das jetzt einfach mal grafisch. Da ist Deutschland jetzt auch nicht die Ausnahme, sondern das gilt für die meisten. Es betrifft Gruppen sehr unterschiedlich. Frauen sagen überwältigend in allen Ländern. Sie sind deutlich stärker von der Corona-Pandemie betroffen als andere Länder. In einigen Ländern ist der Unterschied 15 Prozentpunkte zwischen Männern und Frauen, also signifikant. Und also da geht die Spaltung auf. Wir sehen es auch, dass die Spaltung aufgeht zwischen Gruppen je nach Einkommen und Vermögen. Und ich konnte mir diese Grafik nicht vermeiden. Ich hatte war letzte Woche Freitag in der Financial Times und muss ich ehrlich gestehen, ich denke immer, ich kriege viel Informationen mit, aber diese Zahlen haben mich wirklich ein bisschen schockiert. Und das, was die Financial Times zusammen mit Morgan Stanley gefunden hat, ist, dass die Milliardäre der Welt, nicht nur, dass es mehr Milliardäre der Welt 2020 gab, also in dem Pandemiejahr gibt es mehr Milliardäre und diese Milliardäre haben ihr Vermögen von ungefähr 8.000 Milliarden Dollar auf 13.000 Milliarden Dollar erhöht. Also 5.000 Milliarden Dollar erhöht. Das ist mehr als eine jährliche deutsche Wirtschaftsleistung, was im Jahr 2020 an zusätzlichen Vermögen für die Milliardäre entstanden ist. Und dieser blaue Balken, das ist mal für Länder runtergebrochen, sind, was die Milliardäre in dem jeweiligen Land an zusätzlichen Vermögen, also zwischen 2020 und 2021 erwirtschaftet haben. In Deutschland sind das ungefähr 3 Prozentpunkte einer jährlichen Wirtschaftsleistung, ungefähr 100 Milliarden Euro ist, was die deutschen Milliardäre mehr an Vermögen haben. Ja, und ich will jetzt keine Neiddebatte vom Zaun brechen. Ich will nur den Punkt machen, es gibt eben nicht nur Verlierer, sondern es gibt auch Gewinner. Und ich glaube, nach der Pandemie müssen wir sehr ehrlich als Gesellschaft darüber sprechen. Nicht war das ein Fehler, Unternehmen zu helfen oder gewisse wirtschaftliche Hilfen zu tätigen oder Unternehmensbeteiligung. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Sondern die Frage muss sein, wie kann man die Lasten der Pandemie, nachdem die Pandemie vorbei ist, auch gleichmäßig auf Schultern verteilen. Also gleichmäßig in dem Sinne, dass die stärkeren Schultern auch mehr tragen. Das Grundprinzip eigentlich eines jeden westlichen auch Steuersystems. Und ich habe bisher immer argumentiert, eigentlich die Pandemie hat nur Verlierer gesehen. Als ich die Zahlen gesehen habe, habe ich gedacht, das muss ich revidieren, das stimmt irgendwie nicht. Klar, jetzt kann man darüber diskutieren, woran liegt das? Liegt an steigenden Aktienpreisen, liegt an steigenden Immobilienpreisen in vielen Teilen der Welt, auch in Deutschland. Aber diesen Punkt halte ich für extrem wichtig, dass man eben darüber spricht, wie kann man diese Lasten verteilen. Ich will ein bisschen zu einzelnen Aspekten kommen. Wir sehen die Polarisierung in der Pandemie im Arbeitsmarkt. Das ist hier eine Studie von Kolleginnen und Kollegen am DIW Berlin, die sich mal die systemrelevanten Berufe in der Pandemie angeguckt haben. Also systemrelevant heißt im Gesundheitssektor, in der Pflege, im Kassiererinnen und Kassierer, in den Supermärkten. Es sind solche, die Reinigungsdienste, die Krankenhäuser, Schulen desinfizieren, säubern. Es sind Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher. Und die Kernbotschaft ist, diese Berufe haben vor der Pandemie deutlich weniger Wertschätzung gehabt als andere Berufe. Das ist, was Sie hier oben sehen, also relativ klar, das sind Durchschnittswerte. Es gibt natürlich einige Berufe, die haben sehr hohe Wertschätzung, wie Ärztinnen und Ärzte, ja, oder ITler auch, pharmazeutische Berufe auch. Aber es gibt halt die Mehrzahl dieser systemrelevanten Berufe, die deutlich weniger Wertschätzung erfahren als die anderen Berufe. Also weniger Wertschätzung, weniger Bezahlung und zum allermeisten von Frauen getätigt. Und eine der großen Fragen ist, wie geht es nach der Pandemie weiter? Werden wir uns daran erinnern, an diese Leistung dieser Menschen? Also wenn man über Leistungsgerechtigkeit oder Leistungsträgerinnen und Träger fair zu behandeln, werden wir uns daran erinnern oder werden wir das vergessen, um wieder zum alten Status quo ante zurückzugehen?
Wir wissen gerade auch zwischen Männern und Frauen, Gender Pay Gap ist in Ländern wie Deutschland extrem groß. Luxemburg ist relativ klein, aber auch da gibt es diesen Gender Pay Gap. Also das ist eine Dimension. Die zweite, die ich betonen möchte, oder die dritte, also Einkommen, Vermögen, eine Dimension, Arbeitsmarkt, gewisse Berufsgruppen, Frauen, eine zweite, dritte. Und hier nochmal eine weitere Dimension ist im Bildungssystem. Und auch das wurde ja schon am Anfang angesprochen. Wir haben in Deutschland und in vielen europäischen Ländern, aber gerade in Deutschland, eine schon vor der Pandemie eine relativ geringe Chancengleichheit gehabt. Und hier sehen Sie von 100 Nicht-Akademiker-Kindern, die in die Grundschule kommen, studieren nur 21, gehen zur Universität. Von den Akademikern-Kindern sind es 74. Ja, also extrem große Ungleichheit bei den Bildungschancen und damit natürlich alles, was dann im späteren Leben, Ausbildung oder Berufsleben dann passiert. Also es ist eh schon groß, die soziale Mobilität, Bildungsmobilität ist sehr, sehr gering. Und das hat sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Pandemie nochmals deutlich verschärft. Das kommt auch von der Studie, die wir jetzt vor 2 Wochen am DEW Berlin veröffentlicht haben, die sich mal so anschaut, wie viel Zeit verbringen Kinder und Jugendliche täglich mit dem Lernen und Schularbeiten in dem ersten Lockdown im Frühjahr, letzten Sommer letzten Jahres und im zweiten Halbjahr, bevor der zweite Lockdown passiert ist. Und was sehr interessant ist, wenn Sie sich das untere anschauen, also wo die Eltern hohen Bildungsgrad haben, niedrigen Bildungsgrad, Kinder in Haushalten mit weniger Bildung verbringen deutlich weniger Zeit, also entweder weniger als 30 Minuten oder hier 1 bis 2 Stunden beim Lernen als solche mit einem sehr hohen oder wo die Eltern sehr hohen Bildungsgrad hat. Jetzt will ich das nicht werten, ich will es nur beschreiben. Das hat vielerlei Ursachen, hat was mit Homeoffice zu tun. Ungefähr die Hälfte, über die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland kann kein Homeoffice machen. Deshalb ist es schwierig, wenn Schulen geschlossen sind, sich zu kümmern. Bei manchen hängt es mit der technischen Ausstattung zusammen, bei anderen hängt es mit den Schulen zusammen, wo es große Unterschiede gibt. Also diese Schere im Bildungsbereich geht massiv auf. Und ein Jahr solche Unterschiede sind in vielen Fällen kaum mehr aufzuholen. Ja, und da ist also eine enorme Dringlichkeit für die Politik, hier zu handeln und diese Unwucht, die da über ein Jahr entstanden ist, wieder zu korrigieren. Ich will jetzt zum dritten und letzten Teil kommen, zur ökologischen Transformation. Und als Übergang für diesen dritten und letzten Teil möchte ich diese Resultate von einer Umfrage von Kantar und YouGov in Deutschland zeigen, was die Menschen sich denn wünschen. Das ist im Sommer 2020 gemacht worden. Wie soll die Gesellschaft, wie soll das Land in der Zukunft werden? Und die haben dann hier nochmal eine Unterscheidung gemacht über verschiedene Gruppen, die Offenen, die Enttäuschten, die Wütenden und so weiter. Aber was wirklich den Menschen, die obersten beiden wichtigsten Punkte, soll umweltfreundlicher werden und gerechter werden. Das sind die zwei Dinge, die ganz oben stehen. Ja, klar, natürlich gibt es da Differenzen. Umweltfreundlicher, das sind eher die Offenen, die Involvierten, die sich engagieren, meistens auch mit besseren Einkommen. Die Enttäuschten sagen, es muss gerechter werden. Also da ist schon ein sehr klares Bild. Also dieses Soziale und auch dieses Ökologische ist den Menschen extrem wichtig. Das sieht man auch in anderen Befragungen. Das ist jetzt vom Eurobarometer. Was sind die wichtigsten Themen? Klar, nach 2015 kam Immigration. Das geht nur bis 2019. Aber man sieht auch hier, Klima ist wichtig geworden. Das zweite Thema bereits 2019. Und wenn man sich das vom World Economic Forum anschaut, sieht man auch 2021 diese virtuelle Treffen, dass sie hatten die 5 wichtigsten Herausforderungen. 4 davon haben was mit Klimaschutz, Umweltschutz, Biodiversität zu tun. Ja, und das zeigt, dieses Thema ökologische Transformation ist auch bei den Wirtschaftschefs und Chefinnen der Welt und bei den Top-Politikerinnen und Politikern einfach ganz, ganz oben auf der Agenda. Und das ist erstmal etwas Positives. Ich will noch eine Anmerkung machen, auch bevor ich jetzt zu den einzelnen Elementen komme. Wenn wir über Klimaschutz, über Transformation sprechen, reden wir natürlich auch über Verteilung.
dass viele der Anpassungskosten auf Menschen mit geringeren Einkommen, auf einkommensschwächere Menschen fallen kann. Gleichzeitig muss man sich auch ehrlich machen, dass der größte Teil der Emissionen, die nicht nur in der Vergangenheit passiert sind, sondern auch heute noch passiert, das sind jetzt Zahlen für 2015, letztlich von einem winzigen Teil der Weltbevölkerung passiert, nämlich uns, die wir hier alle sitzen, Menschen in den reichen Ländern, die Top 1% Income Earner, das klingt jetzt erstmal, oh, gehöre ich überhaupt zu den Top 1%, vielleicht nicht in unserem eigenen Land, aber wenn man mal sich anschaut, Deutschland 83 Millionen Menschen, Weltbevölkerung 7,8 Milliarden, ja, also man sieht, da ist Deutschland weniger, ein bisschen mehr als 1% der Weltbevölkerung lebt in Deutschland. Also das sind hauptsächlich Leute in den reichen Ländern, die den allergrößten Teil der Emissionen mit verursachen, und auch sich da bewusst zu machen, die Verantwortung, die wir in Europa und vor allem Menschen mit höheren Einkommen haben. Ein wichtiger Punkt hier, das klar, das glaube ich alle, die hier sitzen, ist das völlig klar, aber es wird zu häufig meiner Ansicht nach in der öffentlichen Diskussion so ein Widerspruch aufgebaut. Ein Widerspruch, der heißt, ja, wir müssen jetzt Klima schützen, ja, das ist sehr teuer, es ist schlecht für die Wirtschaft. Das kostet Arbeitsplätze. Jetzt müssen wir langsam und vorsichtig und das ist nicht gut. Und das ist eigentlich so nicht richtig. Ich werde auch nachher noch mal kurz darauf zurückkommen. Gerade im Bereich erneuerbare Energien sind in Deutschland zigtausend Jobs, weit über 200.000 Arbeitsplätze in Deutschland über die Jahre entstanden. Und in vielen anderen Bereichen auch. Also auch das ist, heißt nicht, hier gehen Arbeitsplätze verloren. Es gibt eine Transformation. Ja, Arbeitsplätze, die in manchen Bereichen verschwinden, entstehen irgendwo anders neu. Das ist ein Problem für viele Menschen, die direkt betroffen sind. Aber so dieses Klischee, das ist schlecht für die Wirtschaft, stimmt so nicht. Also das Bild hier, es gibt eine Wechselwirkung zwischen Nachhaltigkeit, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, wirtschaftliche Interessen, Wohlstand zu sichern und eben auch sozialer Frieden, also sozialen Ausgleich. Also diese ökologisch-soziale Marktwirtschaft, das wirklich zu denken und nicht als Widersprüche, sondern dass diese drei Dinge einander bedingen. Und ja, wenn Sie eben nicht nachhaltig wirtschaften oder nicht nachhaltig agieren, dann kann das langfristig auch nicht im Interesse der Wirtschaft sein und nicht im Interesse des sozialen Friedens sein. Diese Botschaft, glaube ich, ist wichtig, glaube ich, ist Ihnen allen klar. Ich will noch mal ein bisschen auf den Punkt von Herrn Fayot zurückkommen, auch über die Lieferketten. Und da wird ja viel diskutiert und gesagt, müssen wir nicht viel mehr Onshoring machen, müssen wir nicht viel mehr zu Hause produzieren. Ich bin da sehr skeptisch. Sicherlich muss man bei den Lieferketten aufpassen, dass man auf Resilienz, auf Widerstandsfähigkeit achtet, also sich nicht zu abhängig macht von ein oder zwei Fabriken, egal wo sie sind, ob sie einheimisch sind oder ob sie irgendwo in China oder in Korea sitzen. Aber ich würde sehr davor warnen, den Druck, den einige machen, zu sagen, wir müssen jetzt wieder starkes Onshoring machen, wir müssen wieder viel mehr einheimisch produzieren. Das wird zu enormen Wohlstandsverlusten und auch zu Störungen in den Lieferketten führen. Denn das, was wir im Augenblick haben, ist eine globale Arbeitsteilung. Ja, ich würde absolut zustimmen, wenn man sagt, die Globalisierung über Handel, über auch Kapitalströme ist in manchen Fällen übertrieben worden. Da sind auch Arbeitsplätze zerstört worden. Das ist sicherlich absolut richtig. Ich glaube, für Deutschland trifft es wahrscheinlich am wenigsten zu, aber in den USA ist es sicherlich eine gerechtfertigte Sorge. Aber im Großen und Ganzen hat die Globalisierung gerade Ländern wie Deutschland und Luxemburg sehr viel Wohlstand geschaffen. Und ich würde hier sehr warnen, jetzt mit Exportverboten oder versuchen, wieder ein Onshoring systematisch zu machen. Also wenn es um Resilienz und Widerstandsfähigkeit geht, absolut richtig. Aber das sind eben sehr begrenzte Fälle. Ich will auch noch mal, das haben Sie jetzt selbst provoziert. Jetzt kriege ich Fragen aber im Chat. Ja, gerne. Los. Sind Sie, drei Fragen so, sofort hintereinander. Gerne. Wie stehen Sie dann aber zum Lieferkettengesetz trotzdem? Das heißt, die Allianzen, die sich ja jetzt aber auftun,
wo auch sowohl ökonomische als auch sozial- und ökologische Kreise für ein Lieferkettengesetz eintreten, damit von Beginn, also von der Produktion bis zum Schluss Menschen- und Umweltrechte respektiert werden müssen. Die eine Frage. Die andere Frage, die Globalisierung und Lebensmittelproduktion, wie Sie dazu stehen, weil Sie haben das jetzt recht pauschal gesagt mit der Globalisierung. Und drittens, eine dritte Frage, finden Sie das denn normal, dass die Arbeitsteilung so weit geht, dass ein Joghurt 10 Länder durchwandert, bis wir ihn hier irgendwo verspeisen können? Mhm. Ja, spannende Fragen, sehr schön. Lieferkettengesetz, dazu habe ich auch schon ein bisschen was geschrieben. Ich unterstütze das Lieferkettengesetz, ich hätte mir ein sehr viel härteres und schärferes Lieferkettengesetz gewünscht, als wir das jetzt in Deutschland sehen. Ich glaube, das ist eine Mogelpackung. Und ich habe jetzt große Hoffnung, dass die Europäische Parlament hat ja einen Gesetzentwurf vorgelegt oder verabschiedet nach Ausarbeiten von der Kommission. Ich unterstütze das und zwar aus der folgenden Logik. Klar aus moralischen Gründen, wer will nicht Klima und schützen und Menschenrechte wahren? Aber ich glaube, ich bin überzeugt, es ist auch in unserem wirtschaftlichen Interesse. Denn Länder wie Deutschland, Luxemburg sind in den Weltmärkten erfolgreich mit ihren Produkten, nicht weil sie billig sind, sondern weil sie eine extrem hohe Reputation haben für Qualität, für Verlässlichkeit, für hohe Standards. Und Produkte herzustellen, wo man dann sagt, ja, sind da Menschenrechte eingehalten worden, was heißt denn das für Klima und Umwelt, glaube ich, schadet diesen Produkten langfristig. Also sich wirklich zu unterscheiden, zu sagen, wir produzieren Produkte, wo, wenn Sie als Konsumentin oder Konsument das kaufen, können Sie sich sicher sein oder rechtssicher sein, dass Menschenrechte hier nicht gefährdet sind, dass soziale Standards eingehalten werden, dass Menschen, egal ob sie in Bangladesch eine Jeans produzieren oder in Brasilien Kaffee anbauen, dass die ordentlich behandelt werden, gute Löhne bekommen, dass dort keine Kinder arbeiten und so weiter. Also ich glaube, das ist eine Stärke. Und es gibt übrigens eine ganze Reihe deutscher Unternehmen, wie zum Beispiel Rittersport, die Kakao, ja, Schokolade herstellen, die sagen, sie sind für dieses Lieferkettengesetz, genau mit dieser Begründung. Und ich muss ein bisschen ausholen. Ich glaube, wir brauchen eine werteorientierte Außenwirtschaftspolitik in Deutschland, in ganz Europa, damit wir die Dinge, die uns wichtig sind, ich nehme als Beispiel Datenschutz oder wenn es genmodifizierte Nahrungsmittel, Ernährung betrifft, oder ethische Standards wie in der Biotechnologie, dass wir diese einhalten können. Deshalb glaube ich, ist es auch in unserem wirtschaftlichen Interesse, wenn wir hohe Standards setzen durch Lieferkettengesetz und das auch glaubwürdig umsetzen. Lebensmittel. Ich erlaube mir nochmal dazwischen, Pater. Herr Feier, Sie gucken so entspannt rein. Können Sie nur einen Satz sagen? Kriegt Luxemburg ein Lieferkettengesetz? Ja, ich möchte gerne anfangen mit der dritten Frage, das mit dem Joghurt, das ist ja wohl ein Witz. Wir können auch Joghurt hier in Luxemburg herstellen, aber das möchten Sie ja nicht. Okay, der Witz ist für Sie nicht zu verstehen, Herr Fratscher, aber er kommt gut. Aber nein, wir hatten eine... der Frage zu den Lieferketten mit einem mittelmäßig guten Witz vorbei morgen. Herr Fratscher, es sollte eine griechische Joghurtfabrik nach Luxemburg kommen. Ja. Da gab es Gegner, unter anderem wir. Und da hat der Fayo mir jetzt eine kleine reingegeben. Nein, das war, wir produzieren ja auch hier in Luxemburg sehr guten Joghurt. Das war ein kleiner Seitenhieb. Aber ich bin ganz bei Marcel Fratscher mit dem, was er sagt zu dem Lieferkettengesetz. Ich denke, dass es sowohl bei Menschenrechten wie auch Umweltstandards oder Datenschutz, dass das ein Gütesiegel ist für uns, für Europa und dass wir daran nur gewinnen können. Und ich schließe das auch überhaupt nicht aus, dass wir ein nationales Lieferkettengesetz bekommen,
Wie Sie wissen, haben wir dazu eine Studie, die jetzt vorliegt, eine zweite Studie, die sich über diese Frage auch im Detail analysiert und wo wir verschiedene Bedingungen abstecken müssen über den Anwendungsbereich eines solchen Gesetzes in Luxemburg. Welche Betriebe wären da davon betroffen? Wie groß, welche Menschenrechte wären tangiert? Und das sind alles Fragen, die vorher diskutiert werden müssen. Das wird jetzt geschehen, zuerst einmal in einem interministeriellen Kreis und das müssen wir klären. Natürlich stellt sich die Frage auch mit der Abpassung gegenüber der europäischen Gesetzgebung, die jetzt unterwegs ist, macht es Sinn, in Luxemburg an einem Gesetz zu arbeiten, wenn wir wissen, dass es jetzt demnächst auch einen europäischen Text geben wird. Aber nein, ich verschließe mich überhaupt gar nicht. Ich denke wirklich auf der Substanz ist das eine Chance für uns, für unsere Wirtschaft, dass wir wirklich da exemplarisch dastehen, auch bei dem Respekt von Menschenrechten. Danke. Entschuldige, Herr Pratscher, dann noch die Frage der Lebensmittel und des Joghurts dann in einem anderen Sinne. Ja, man kann gerne, vielleicht noch beim Lieferkettengesetz, ich verstehe natürlich die Sorgen gerade kleiner Unternehmen, ne, die sagen, wir können das gar nicht nachvollziehen. Also ich verstehe diese Sorge, aber dafür gibt es ja auch Lösungen, ne, dass man über Zertifizierungsprozesse, über eine Koordinierung hier den Unternehmen ein bisschen mehr Planbarkeit gibt. Und das geht, glaube ich, zu den Lebensmitteln. Ich sehe das auch sehr gespalten. Die Europäische Union gibt ungefähr 30% seines Budgets für den CAP aus, für den Common Agricultural Policy. Also schützt mit Barrieren, aber auch mit Subventionen die europäische Landwirtschaft. Und ich habe eine Menge Sympathie dafür. Man will nicht komplett abhängig sein bei der Landwirtschaft von anderen Ländern. Aber ich sehe das auch durchaus kritisch. Weil wenn Sie sich jetzt mal die ärmeren Länder in Afrika oder woanders anschauen, wo die komparative Vorteile haben. Das ist häufig in eben landwirtschaftlichen Produkten. Und wir verschließen denen in Europa den Markt. Wir sagen, wir möchten gerne unsere Produkte bei euch verkaufen. Bitte macht mal eure Grenzen auf. Aber wir verschließen uns zu Importen oder zu einem großen Teil, nicht allen Importen, aber zu einem großen Teil Importe aus anderen Ländern. Übrigens auch immer ein strittiger Punkt mit den Amerikanern, die ja Nahrungsmittelexporteur sind, gerade im Bereich Soja. Also ich bin da eher kritisch. Ich glaube, natürlich muss man sicherstellen, dass man Zugang zu Nahrungsmitteln hat, dass man eine Sicherheit, eine hohe Sicherheit hat. Aber das heißt nicht Grenzen schließen, alles in Europa machen. Das betrifft auch Lebensmittel. Vielleicht noch ein Punkt zum Joghurt mit den Grenzen. Es wird ja immer so ein bisschen suggeriert, auch beim Thema Klimaschutz. Wir müssen doch jetzt nicht einen Joghurt aus Griechenland importieren oder aus Australien. Was das alles an Transportkosten kostet. Tatsache ist, es ist extrem viel wichtiger, wenn man jetzt den CO2-Fußabdruck anschaut, was die Menschen an Lebensmitteln konsumieren. Ob sie ein Kilo Rindfleisch oder das Äquivalente als Gemüse oder Cereale produzieren oder konsumieren, macht einen Unterschied vom Fünffachen, vom Zehnfachen, was den CO2-Abdruck betrifft. Also wenn wir wirklich da den CO2-Abdruck reduzieren wollen, klar kann man sagen, müssen wir jetzt nicht einen Joghurt aus Australien importieren, sondern eher in Europa produzieren. Aber extrem viel wichtiger ist, die Nahrungsmittel, also die Ernährung umzustellen, weniger fleischbasiert und viel mehr pflanzenbasiert. Also vielleicht die drei Antworten dazu. Ich glaube, wir werden es nachher vertiefen. Ich gebe jetzt noch Anmerkungen. Also Luxemburg produziert weniger als 5% des Gemüses. Und okay, da kriege ich jetzt Anmerkungen. Macht das wirklich Sinn? Jetzt müssen wir Gemüse für irgendwo importieren oder so. Aber das kommt dann in der Diskussion nachher. Ich hatte den Punkt hier aufgebracht mit dem Lieferketten und mit dem Handel der Globalisierung, weil im Augenblick ja auch in Deutschland hitzig diskutiert wird,
ob man nicht einen Exportstopp für Holzprodukte oder für Holz als Rohstoff auflegen sollte. Und manchen Holzsorten, ich glaube, Rundholz ist es, sind die Preise um 400% innerhalb eines halben Jahres gestiegen. Also gigantische Preisanstiege, Nachfrage aus, gerade aus den USA, aber auch aus Asien, hat sich extrem stark entwickelt. Und was ich hier interessant finde, ist, wenn man sich mal anschaut, woher kommt denn das, dass die Preise so stark gestiegen sind? Und die Antwort ist, der größte Teil daran liegt am Klimawandel. Es liegt daran, dass wir seit einigen Jahren immer trockenere, sommertrockenere Jahreszeiten haben, was zu einem massiven Schädlingsbefall geführt hat in vielen Wäldern, auch in Europa, auch in Deutschland übrigens, und zu großen Flächenbränden in den USA. Das heißt, das Angebot von Holz ist durch den Klimawandel so geschrumpft, dass jetzt die Holzpreise, also die Nachfrage, viel höher ist als das Angebot. Und einige in Deutschland sagen, oh, die böse Europäische Zentralbank, die muss mal die Zinsen erhöhen und wir brauchen Exportstopps. Aber wir müssen uns mal ehrlich machen und sagen, woher kommt das? Und mein Punkt hier ist, wir fangen an und wir sehen schon jetzt die negativen Auswirkungen des Klimawandels für unsere Wirtschaft. Und das ist jetzt ein spezifisches Beispiel, aber es gibt sehr, sehr viele andere. Und das ist diese Grafik, die jetzt von einer Studie sehr hochrangig, einer der top-wissenschaftlichen Zeitschriften, The Lancet, veröffentlicht, die zeigt, wie viel Arbeitsstunden, wie viel Schaden auch für den Arbeitsmarkt, für Beschäftigte entsteht durch Hitzeeinwirkung. Ja, und gerade Europa ist da sehr stark betroffen, klar, engere Besiedlung und so weiter, aber also dieser Schaden ist da. Und es ist nicht nur, dass man sagt, wenn wir jetzt Klimaschutz investieren, das ist schädlich, weil es Jobs zerstört und teuer ist. Das Umgekehrte ist der Fall. Wir sehen diesen Schaden schon jetzt und der wird eben noch massiv zunehmen in der Zukunft. Und deshalb ist es eigentlich klug, in Klimaschutz, in Nachhaltigkeit, in Biodiversität zu investieren. Vorhin kam auch der Green Deal zur Sprache. Mal so ein bisschen die Größenordnung, was die Kommission bis 2050, oder nicht die Kommission, das sind Schätzungen von Goldman Sachs, aber das sind, was wirklich an Geld notwendig ist. 10 Billionen Euro, das sind Pi mal Daumen, vielleicht 70-80% einer jährlichen Wirtschaftsleistung der EU. Also das sind pro Jahr hochgerechnet auf diese 30 Jahre bis 2050, reden wir hier über 2% einer jährlichen Wirtschaftsleistung, die wir in Nachhaltigkeit, in verschiedene Bereiche, erneuerbare Energien, Batterietechniken, Energieeffizienz, wie zum Beispiel energetische Gebäudesanierung, ist ein riesiger Bereich, wo sehr viel Effizienzgewinne möglich sind. Also wir wissen, wo die Investitionen notwendig sind. Wir sitzen auch, dass viele meiner Kolleginnen am DIW involviert. Wir wissen auch, wo es investiert werden muss. Wir haben die Technologien, die in den meisten Fällen eigentlich schon da sind, die existieren, um diese Ziele zu erreichen. Aber es erfordert eben massive öffentliche wie private Investitionen, aber eben auch öffentliche Investitionen. Hier nochmal andere Modellrechnung. Aber wie gesagt, ich glaube, der Green New Deal ist, klar, erfordert hohe Investitionen. Es ist eine schwierige Transformation. Aber letztlich ist es wirtschaftlich im Interesse der Wirtschaft, gerade Europas, dass das gelingt. Vielleicht letzte Folie nochmal. Wir Ökonomen denken natürlich viel zu häufig nur in finanziellen Bereichen mit Zahlen und Euros und Dollars. Und es geht eben bei sozialer Polarisierung, bei Umweltschutz, Klimaschutz nicht nur um reine Euros, sondern um viele Dinge, die man einfach nicht finanziell messen kann. Ja, wie Humankapital, wie soziales Kapital, wie Natur und Biodiversität. Und das in Einklang zu bringen, muss eigentlich das Ziel sein. Also wenn man wirklich über Politik spricht, geht es ja nicht darum, das BIP zu maximieren oder Wachstum zu maximieren, sondern Wohlfahrt oder Wohlstand in einem Land. Und damit komme ich zum Ende. Also ich glaube, wir haben eine schwierige, langwierige Erholung. Das, glaube ich, wird nicht in 1-2 Jahren abgeschlossen sein. Ich habe ein bisschen über die Risiken gesprochen. Meine Sorge ist eine große Frage, bremst diese Krise die Transformation in Richtung Klimaschutz, aber auch Digitalisierung, andere neuen Technologien, brauchen eigentlich eine große, große Investitionsoffensive.
glaube, Verschuldung, Staatsverschuldung ist nicht das Problem in den allermeisten europäischen Ländern. Das ist wirklich nicht das Thema. Ich glaube, wir brauchen auch noch mal stärkere europäische multilaterale Kooperation. Ich halte ein EU-US-Investitionsabkommen für eine sehr hohe Priorität, auch gerade im Umgang mit China. Und die Modernisierung des Sozialstaats, also die soziale Marktwirtschaft, nicht nur diesen sozialen Frieden zu bewahren, sondern eben über Chancengleichheit mehr Menschen eine Chance zu geben, mehr Menschen ja auch eine Chance im Arbeitsmarkt zu geben. Und ich glaube, das ist auch wiederum im Interesse aller. Deshalb, ja, der Satz, mit dem ich begonnen habe, es gibt gute Gründe für Pessimismus, aber bessere Gründe für Optimismus. Und damit möchte ich schließen, war jetzt ein bisschen zu lang, aber freue mich auf eine spannende Diskussion. Dankeschön. Super. Sehr herzlichen Dank, Herr Fratscher, für die anregenden Ausführungen. Ich habe einige Fragen im Chat an mich gestellt gekriegt. Ich werde jetzt durchgehen, aber bevor ich darauf eingehe, könnten Sie vielleicht kurz aber Ihr Konzept des neuen Humanismus umreißen, was Sie darunter verstehen. Ja, das hatte ich jetzt, waren noch ein paar Folien, die habe ich jetzt aus Zeitgründen nicht gezeigt. Also der, manche fragen mich, wieso ich das Buch Die neue Aufklärung genannt habe. Und für mich ist das, was ich über Solidarität gesagt habe, über diese Idee der sozialen Marktwirtschaft, unseres Gesellschaftsvertrags, was steht denn dahinter? Und die drei Elemente, die für diese Aufklärung und auch für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt essentiell sind, sind auf der einen Seite Autonomie, also das, der Punkt, jeder einzelne Mensch als Individuum soll die gleichen Chancen haben, die gleichen Möglichkeiten haben, ein eigenverantwortliches Leben zu leben. Also das ist die Grundidee auch der sozialen Marktwirtschaft. Und das zweite Element ist der Universalismus. Also diese Rechte, Chancen müssen für alle gleichermaßen zutreffen. Und das dritte Element dieser Aufklärung, auch schon vor 200 Jahren von vielen formuliert, aber auch heute, ist der Humanismus. Also die Idee, dass wir als Mensch Teil, ein soziales Wesen sind, Teil einer Gesellschaft sein und uns einbringen wollen, Teil einer Gemeinschaft sein wollen. Deshalb diese Betonung auch nochmal auf Solidarität, dieses Zusammenleben zu gestalten. Und diese drei Elemente, bin ich fest von überzeugt, werden in den kommenden Jahren von großer Bedeutung sein. Und wie gesagt, die Pandemie hat gezeigt, dass wir diese Elemente durchaus ernst nehmen. Wenn Sie dann jetzt, die Ausführungen werden ja sehr anregend. Ich frage mich auch, und auch zwei, drei Mails, die ich in dem Sinne gekriegt habe, was wären denn jetzt die zentralen Instrumente, die Sie einsetzen würden? Also das eine haben Sie ja ganz klar dargelegt, dass Sie Investitionen in bestimmte Sektoren unbedingt als unerlässlich erachten. Aber wie würden Sie denn jetzt vorgehen, wenn es dann da heißt, mehr soziale Gerechtigkeit herstellt angesichts des Auseinanderdriftens, was auch Nora zu Beginn gesagt hat, der Schere zwischen Armen und Reichen? Würden Sie eine Digitalisierungssteuer einführen? Was wären so essentielle Instrumente, wo Sie jetzt sagen, wie kriegen wir denn die Umgestaltung real hin? Denn ich habe auch noch ein Interview mit Ihnen gesehen, wo Sie gesagt haben, eigentlich haben viele Akteure noch nicht gehört, wie wichtig der Reformbedarf ist. Und Sie wurden gefragt, woran liegt es? Dann haben Sie geantwortet, es liegt an einer gewissen Besitzstandswährung. Es gibt Kräfte, die wollen nicht verändern. Frage an Sie, Sie sind jetzt Herr Feio oder unsere Umweltministerin oder der Premier. Was wären die zentralsten Instrumente, wo Sie sagen, damit, die sind essentiell für die Umgestaltung, für mehr soziale Gerechtigkeit und so weiter? Erste Element ist sicherlich Investition, jetzt nicht nur für Unternehmen, sondern eben auch ins Bildungssystem. Um dort wirklich mehr zu bewegen und mehr diese Chancen zu eröffnen. Beim Thema Steuern geht es ja letztlich darum, wie kann der Staat die notwendigen Einnahmen generieren. Und hier haben wir, glaube ich, zwei Elemente und sicherlich ein Element, das jetzt die Verantwortlichen in Luxemburg vielleicht nicht so gerne hören, aber klar, es ist gut, Steuerwettbewerb zu haben, gar keine Frage. Also ich glaube nicht, dass man Steuern überall gleich machen muss oder sollte, bin ich fest von überzeugt. Aber ich denke schon, man braucht ein gewisses Minimum, einen gewissen Wettbewerb, das, was jetzt auch die US-amerikanische Regierung anvisiert, dass man eine gewisse Koordination, gewisse gemeinsame Spielregeln im Steuerbereich hat, das halte ich schon für notwendig. Der zweite Punkt bei den Steuern, der mir wichtig ist, es trifft vor allem auf Deutschland zu,
Wir besteuern in Deutschland Einkommen auf Arbeit ungewöhnlich stark und Vermögen ungewöhnlich gering. Das trifft bei uns nicht zu. Nee, aber das ist eben noch voraus. Und ich will jetzt nicht über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann jeder seine eigene Meinung haben. Aber aus ökonomischer Sicht, wollen Sie eigentlich Arbeitseinkommen entlasten, gerade mittlere und geringe Einkommen entlasten, damit sich Arbeit lohnt, damit sich Arbeit mehr lohnt? Und wir haben gerade bei Frauen extrem viele, die arbeiten wenig Stunden, auch weil wir mit einem, ich will es nicht zu technisch werden, Ehegattensplitting haben, gemeinsame Veranlagung. Also für jeden Euro, den dann eine Frau, wo der Mann, die dann aus der Elternzeit zurückkommt, der Mann arbeitet, hat ein gutes Einkommen verdient, wird ein sehr großer Teil wieder weggenommen. Und das wissen wir auch aus vielen Studien, dass das maximal negative Anreize gibt. Also Steuersystem würde ich sagen, wir müssen sehr viel stärker Vermögen, passives Vermögen, wie zum Beispiel Grund und Boden besteuern, was die meisten Länder machen, Arbeitseinkommen, mittlere, geringe Arbeitseinkommen entlasten. Gibt es viele Elemente, das auch die ganze System etwas effizienter zu gestalten. Also das ist der zweite Bereich, Steuern. Dritter Bereich, wenn man jetzt mal auf die Sozialsysteme schaut, reden wir in Deutschland sehr viel über unser Hartz IV, also die Grundsicherung. Und wir haben in Deutschland relativ viele, wir hatten ja einen sehr guten Arbeitsmarkt. Deutschland, der gab einen Boom, wir hatten eine geringe Arbeitslosenquote in Deutschland vor der Pandemie. Aber wir haben recht viele Menschen, die Langzeit, eine steigende Anzahl von Menschen, die langzeitarbeitslos sind, über 1 Million von Beschäftigten, da haben wir 45 Millionen, wir haben 1,1, 1,2 Millionen, die langzeitarbeitslos sind. Und die zu integrieren, die ihnen wieder eine Chance zu geben, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich will sehr provokativ, wir sind gerade an einem Experiment beteiligt zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich weiß, da gibt es entweder, ist man total begeistert darüber oder kompletter Gegner. Ich bin da eher irgendwo in der Mitte, ich bin agnostisch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, herauszufinden, wie man Menschen motivieren kann. Ich glaube jetzt nicht für den Hartz-IV-Empfänger, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen jetzt der Schlüssel ist, aber für viele Menschen mit geringeren Einkommen, die jetzt sagen, ich will mal was riskieren, ich will mich mal selbstständig machen oder anders qualifizieren, das ist eine Chance. Also ich glaube da schon, dass wir neue Wege denken müssen, wie wir Menschen und Menschen unterstützen können. Das wäre soweit im sozialen Bereich. Klar, es gibt große, große Probleme in Deutschland oder wird es geben in den kommenden Jahren, was gesetzliche Rente betrifft, was gesetzliche Pflege betrifft, weil wir eben eine sehr stark alternde Gesellschaft sind. Und das bleibt ungelöst. Und da müssen Lösungen her, weil die gesetzliche Rente in Deutschland ist so gering, schon jetzt so gering, dass wir eine steigende, stark steigende Altersarmut haben. Und das bleibt auch ungelöst. Und aus ökologischer Sicht, was hatten Sie von der CO2-Steuer und der Relevanz einer? Also Luxemburg hat jetzt eine CO2-Steuer, ich muss die Zahlen nehmen, ich bin ja so gut, von 20 Euro. Die soll jetzt zweimal um 5 Euro ansteigen, also pro Tonne CO2. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Es gibt keine Leitzeitprognose derzeit in Luxemburg. Es sind nur die 3 Zahlen bekannt. Wie stehen Sie denn grundsätzlich zu der Transformation des Steuersystems, also auch im ökologischen Sektor? Ja, war an verschiedenen Gremien beteiligt. Ich halte das für eine sehr kluge Lösung. Man muss halt, gibt verschiedene Risiken, ne? Also einmal muss man diese Steuer anpassen, dass sie dann auch irgendwann die wirklichen Schaden widerspiegelt, die eine Tonne CO2 verursacht. Das heißt, 20 Euro ist noch relativ bescheiden. Aber die zwei Herausforderungen sind natürlich einmal internationale Wettbewerbsfähigkeit. Und viele Unternehmen sagen, wenn wir das zahlen müssen, aber für Stahl, und wir können grünen Stahl noch nicht machen, weil wir eben noch nicht die Technik dafür haben, Technologie dafür haben. Aber in Südkorea oder in China müssen es nicht, dann haben wir einen riesigen Wettbewerbsnachteil. Die Industrie geht nach dort und dann ist langfristig oder mittelfristig sogar eher der globale CO2-Fußabdruck größer. Also diese Frage Border Adjustment Tax, ich weiß gar nicht, wie man dazu im Deutschen sagt, Grenzsteuerausgleich, also dass man andere Unternehmen, die dann Dinge hier nach Deutschland oder nach die EU exportieren wollen, dann eben dort auch mit belastet. Das ist sicherlich eine große Frage.
Die zweite wichtige Frage dabei, mit der wir uns auch beschäftigen, sind die Wirkungen, die Verteilungswirkungen. Wir wissen eben, dass solche Steuern eben gerade Menschen mit geringem Einkommen relativ stark belasten. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für Luxemburg, sind die Pendler. Das haben wir natürlich in Deutschland auch. Menschen, die lange Strecken pendeln zum Arbeitsplatz, weil sie irgendwo wohnen, wo es für sie erschwinglich ist. Und wenn Sie denen jetzt sagen, das Benzin wird verdoppelt oder verdreifacht sich im Preis, dann hat das natürlich Verteilungswirkung. Also man muss auch diese CO2-Steuer, und da gibt es auch verschiedene Vorschläge, dann auch wieder so nutzen und so umverteilen, dass man eben hier einen sozialen Ausgleich schafft. Und das ist, glaube ich, nochmal ein zweites Element, was ganz wichtig ist zu berücksichtigen. Wie würden Sie denn die ökologische Transformation, dann bitte nennen Sie dann auch noch zwei, drei Instrumente dazu. Ja, das ist jetzt ein breites Feld. Mal einfach, ich habe eben einen Punkt angesprochen, wozu wir relativ viel Forschung gemacht haben. Das klingt erstmal ein bisschen seltsam. Das ist energetische Gebäudesanierung, wo man sagt, Gebäude energieeffizienter zu machen. Und wir rechnen in Deutschland, dass das jedes Jahr 10 bis 15 Milliarden Euro, das sind ungefähr 0,4% einer jährlichen Wirtschaftsleistung benötigt, um das zu bewerkstelligen. Und da sind riesige Effizienzgewinne möglich. Und das hinzubekommen, richtige Anreize zu setzen, also auch ist ja die Frage, wie kann die öffentliche Hand mit der privaten Investition dort gut interagieren, dass man Förderung macht, Anreize setzt, klare Regulierung macht. Das ist sicherlich ein Bereich, wo sehr viel Potenzial ist. Das ist natürlich eine sehr breite Frage, die Sie mir da stellen. Ich überlege gerade, wozu wir noch arbeiten. Klar, das große Thema ist natürlich das Thema Wasserstoff, alternative Antriebe. Naja, aber lassen Sie mich doch ein anderes Beispiel nennen. Für Deutschland ist natürlich die Automobilbranche extrem wichtig. Das ist für Deutschland extrem wichtig, mit einem hohen Anteil der Beschäftigung, sehr hohen Innovationsgrad. Also viel von Forschung und Entwicklung in Deutschland wird bei den großen Unternehmen, gerade von den großen Automobilherstellern getätigt. Und da diese Transformation hinzubekommen, also den richtigen Zeitpunkt zu finden, zu sagen, man will nicht zu spät dran sein, aber man will auch diese Transformation nicht übers Knie brechen. Das ist eine der großen, großen Herausforderungen. Und ich glaube, Regulierung ist dort wichtig. Also ich würde mir beispielsweise wünschen, dass die EU klares Bekenntnis hat, ab 2030 werden keine Verbrenner mehr verkauft auf deutschen Straßen oder auf europäischen Straßen, Entschuldigung, dass man das europaweit macht. Einzelne Länder in der EU haben ja schon ähnliche Regelungen gemacht. Ich glaube, solche klare regulatorische Rahmenbedingungen würden sehr helfen, weil sie damit halt allen eine klare Ansage machen. Das gilt für einen amerikanischen Automobilhersteller genauso wie für einen deutschen oder einen französischen. Und auch da, glaube ich, kann man mit einer klugen Regulierung die Weichenstellung sehr gut setzen. Dann noch eine Anmerkung aus dem Chat, irgendwie greift sie auch hier hinein. Also Herr Feier und andere und auch Silva und Nora und all die anderen Wortmeldungen sind auch möglich mit Handheben. Ich glaube, mittlerweile weiß jeder, wie das geht, hoffe ich. Die Frage ist dann auch, also mir ist das persönlich auch ehrlich gesagt aufgefallen in Ihrem Beitrag, dass Sie sehr viel eben auf Investitionen und in die richtigen Sektoren hinweisen. Und im Chat wird auch die Frage aufgeworfen, die grundsätzliche Natur vielleicht, ist das nur die technische Innovation, die richtigen Innovationen oder brauchen wir nicht auch gewisse Umgestaltungen auf anderer Ebene, die ominöse Suffizienz, weniger Konsum? Bei mir hat sich auch etwas so zusammengezogen, als Sie gesagt haben, und jetzt konsumieren wir dieses Jahr, jetzt legen wir mal wieder los mit dem Konsum, als ob das so das oberste Ziel wäre. Wie stehen Sie zu der Thematik? Konsumsteigerung oder vielleicht eine neue Definition des Begriffes Wohlstandes, die dann auf die Werte setzt, die Sie vorhin genannt haben, mit Solidarität und so weiter. Und wenn Sie das begrüßen würden, wie kommen wir denn dahin? Ja, erstmal, wie kommen wir dahin? Ne? Also ich begrüße es natürlich. Ich glaube, habe ich ja auch gesagt, meine letzte Folie oder vorletzte Folie
man kann viele Dinge einfach nicht finanziell messen. Also die Idee, wir wollen das Wirtschaftswachstum gemessen am BIP, also in Euro maximieren, kann nicht das Ziel sein, sondern es sind andere Dinge. Humankapital, Bildung, Nachhaltigkeit, intakte Umwelt. Das ist, glaube ich, das ist extrem wichtig. Ich greife mal eine Idee auf, jetzt ganz spontan, um diese schwierige Frage zu beantworten. Ich mache jetzt Werbung für einen Kollegen, oder nicht einen Kollegen, aber einen Schriftsteller in Deutschland, Ferdinand Schirach, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht, der Mensch, oder jeder Mensch heißt es. Und er hat vorgeschlagen, dass es ein Grundrecht für jeden Menschen in Europa geben sollte, das Recht auf eine intakte Umwelt. Das fand ich eine sehr kluge Idee, dass man sagt, nee, also wir drehen die Eigentumsrechte um. Also das Eigentumsrecht ist nicht, dass jeder, der irgendwie Zugang zu Natur hat, da einen Schaden zufügen kann, sondern ganz im Gegenteil. Also Menschen haben das Recht, eine intakte Umwelt zu haben. Und das finde ich eine sehr kluge Idee, dass man nochmal über Grundrechte diskutiert und die Grundrechte, die wir bisher für uns angenommen haben, auch nochmal erweitern. Und er schlägt übrigens nicht nur vor, das Grundrecht auf eine intakte Umwelt, sondern auch Grundrecht in Bezug auf Datenschutz. Ja, dass die Daten, die über mich produziert werden, dass es immer mein Eigentum ist und dass ich sie nur maximal für kurze Zeit in Unternehmen sie nutzen können. Auch nochmal ein Beispiel, das ich für wichtig halte. Und das wäre so eine Idee, die ich sehr originell finde, weil man damit im Prinzip so ein bisschen den Spieß umdreht und nicht sagt, ja, die Umwelt, Klima schutzen wollen, die müssen, sind in der Pflicht, jetzt Lösungen zu finden. Nee, andersrum muss man es eigentlich denken. Ihre Frage nochmal zum Konsum, vielleicht das nochmal zurückzukommen. Ja, ich glaube schon, dass wir... Ich habe ja gesagt, ich sehe schon, dass wir in vielen Bereichen eigentlich die technologischen Lösungen schon kennen, schon wissen. Nehmen wir mal das Thema Fliegen. Ja? Extrem hoher Fußabdruck, CO2-Fußabdruck für Fliegen, weil wir eben noch keine grünen Kerosin haben. Ich habe jetzt gerade gelesen, ich glaube Air France hat gerade einen Flieger nach Kanada mit grünem Treibstoff, versucht das gerade aus, da werden wir irgendwann hinkommen. Also ich glaube, irgendwann wird auch da der Fußabdruck so gering sein, dass man das auch besser dann kompensieren kann. Nur ich glaube, in dieser Übergangsphase würde ich Ihnen recht geben, dass wir doch nicht ganz ohne Verzicht auskommen, sondern dass wir uns auch einfach in unserem Konsumverhalten vorsichtiger verhalten müssen. Die Frage, wie man da hinkommt, und ich glaube, da ist wieder auf die CO2-Steuer zurückzukommen. Als Ökonom glaube ich, dass Preise vielleicht nicht das Einzige sind. Klar, es muss auch irgendwo regulatorische Grenzen geben, aber ich glaube, das über Preise zu machen, ist ein wichtiges Element. Und wenn ich für Dinge, die ich konsumieren möchte, einen angemessenen oder fairen Preis habe über den Schaden oder die Belastung, die dieses Produkt verursacht, und das ist dann nun mal das Fünffache oder Zehnfache von dem, was ich jetzt zahle, dann weiß ich, werde ich davon weniger konsumieren. Und ich glaube also, der Preismechanismus, wie durch den CO2-Preis, ist durchaus ein wichtiges Element. Stichwort Digitalisierung, kommt jetzt eine Frage noch. Sind Sie denn für die Einführung einer Digitalisierungssteuer auch auf EU-Ebene oder muss das, wie Luxemburg das tendenziell sagt, auf OECD-Ebene ausgeweitet werden? Bitte sagen Sie, auf EU-Ebene reicht aus. Bitte. Ich bin da kein Experte, da muss ich mich so ein bisschen diplomatisch zurückhalten. Ja. Ich glaube schon, dass, das wird wahrscheinlich Luxemburg jetzt auch nicht oder die Regierung nicht gerne hören, ich finde schon, dass diese prinzipielle Idee, dass man die Besteuerung nicht dort macht, wo das Unternehmen sitzt, sondern dort, wo der Konsum anfällt, wo die Konsumentinnen und Konsumenten die Kosten entrichten, dass das schon ein wichtiges Prinzip ist. Ja, und für uns ist das natürlich als Ökonomen, die über Wettbewerb reden, schon ein Problem, wenn wir multinationale Konzerne haben, die in einem Markt wie Deutschland praktisch keine Steuern zahlen oder nirgends Steuern zahlen oder sehr geringe Steuern zahlen, aber dann lokale Unternehmen eben nicht die Möglichkeit haben, steuerlich
die Steuern so zu verschieben, dass sie dort entlastet werden. Und das ist schon ein großes Problem. Und deshalb würde ich mir schon wünschen, ja, eine Digitalsteuer, das ist ein bisschen schwierig. Also ich finde dieses Prinzip, Steuern dort zu verrechnen, wo die Konsumenten sind, eigentlich für eine sehr kluge Idee. Und die Besteuerung der Gewinner der Corona-Krise, Sie haben die Zahlen, das habe ich übrigens sehr sympathisch gefunden, weil die Zahlen sind ja so gigantisch, die Sie gesagt haben, mit den 13 Milliarden, sowas, ne? Dass sie sich da fast verhasselt haben mit den Nullen, gell? Weil es so eine schier unvorstellbare Zahl ist. Also in Luxemburg läuft nämlich auch die Diskussion oder läuft, ja, über die Besteuerung der Gewinner der Krise und die Verteilung auf die mehrere, ja, was halten Sie davon? Sie haben das zwar im Vortrag auch erwähnt. Ja, ich habe ja auch betont, ich will keine Neiddebatte, ne? Also ich bin jetzt nicht der Grund, weshalb ich das aufgebracht habe, ist nicht, dass ich sage, das sind böse Menschen, die verdienen das nicht oder das soll man denen irgendwie, sondern die Frage geht ja wirklich darum, wie bewältigt man die Lasten der Corona-Pandemie und wie bewältigt man diese Zukunftsinvestitionen im Bereich Ökologie und Soziales, die notwendig sind. Und wenn ich dann halt auch diese Diskussion komme, auch in Deutschland, nein, wir dürfen auf gar keinen Fall Vermögende stärker besteuern, weil das ist eine Katastrophe, das ist alles dann ganz, ganz schlimm, die Wirtschaft wird dann zusammenbrechen. Ein solches Argument ist natürlich nicht mehr glaubwürdig, wenn ich diese Zahlen sehe. Wenn ich weiß, allein die Milliardäre haben 100 Milliarden mehr an Vermögen in Deutschland in der Pandemie in einem Jahr erwirtschaftet und da sind viele der Millionäre ja noch nicht mit drin, dann kann man dieses Argument nicht mehr guten Gewissens bringen, weil dann sieht man, ja, wenn man einen Teil davon nimmt, um Bildungsausgaben, Ausgaben für Klimaschutz oder was auch immer zu nutzen, dann ist das wirtschaftlich in dem Sinne nicht schädlich, dass es Jobs zerstört oder Wettbewerbsfähigkeit, sondern es ist, glaube ich, einfach nur eine normale Verteilung von Lasten und eine teilweise Abschöpfung von zusätzlichen Vermögen, die entstanden sind. Okay, Franz Paul, ich stelle Ihnen die Frage jetzt nicht, oder möchten Sie sie gestellt kriegen? Ich hatte jetzt eher gedacht, Sie wären froh, wenn der Kelch an Ihnen vorbeizieht. Sie müssen wissen, Herr Finanzminister hat sich dagegen ausgesprochen, aber Vertreter der Partei von Herrn Fayot eher dafür. Aber wir sind ja für eine offene, transparente Diskussion. Ja, ganz klar. Der Herr Fratscher hat jetzt ein paar Mal gesagt zu Steuerthemen, dass da wahrscheinlich die Luxemburger Regierung oder ich das nicht so gerne höre. Ich muss sagen, ich bin mit sehr vielem, was er sagt, einverstanden. Und das Bild ist auch jetzt nicht mehr so, ich sage jetzt mal, ist ein bisschen differenzierter, als es das vielleicht noch vor einer Reihe von Jahren war. Das jetzt mal so zu formulieren, ich glaube nicht persönlich und auch insbesondere meine Partei glaubt nicht, dass wir eine Zukunft haben als Land in diesem Bereich oder in dieser Branche der Steueroptimierung oder der Steuerstrukturierung. Ich habe das eingangs gesagt, ich denke, dass da auch wegen der Covid-Krise eine Bewegung drin ist, auch international zu einer Mindestbesteuerung von internationalen, multinational tätigen Betrieben. Dazu gehört die Digitalsteuer, aber nicht nur. Dazu kommt sowohl eine Minderbesteuerung zu einem gewissen Mindersatz, als auch eben dieses Prinzip der Besteuerung in dem Markt, wo das Geschäft gemacht wird. Und ich glaube, das ist etwas, was unterwegs ist und wo wir uns auch darauf vorbereiten und mit dem wir auch sehr gut leben können. Es muss halt so sein, dass es ein Spielfeld ist für alle. Und dann denke ich, dass wir damit auch kein Problem haben. Ich bin auch einverstanden damit, dass wir Vermögen
auch in Luxemburg zu wenig besteuern, insbesondere das nicht produktive Vermögen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Kapital, das produktiv investiert wird in einen Betrieb, der einen Mehrwert schafft, und einem Vermögen, das an sich in zum Beispiel in Immobilien investiert ist, wo es an sich eine, auf Französisch sagt man, eine main morte, das heißt ein rein passives Vermögen. Und ich denke, da gibt es sehr viel Nachholbedarf. Auch bei uns wird die Arbeit zu stark besteuert. Ich glaube, da sind wir sehr ähnlich in unserem Steuersystem. Und da gibt es sicher Nachholbedarf, auch mit Sachen wie dem Ehesplitting und Ähnlichem. Auch bei der CO2-Steuer bin ich ganz, ganz nah bei Ihnen. Ich denke, dass, und wir haben in Luxemburg einen sozialen Ausgleich dieser Steuer, der auch funktioniert. Das hat uns auch unser Statec bestätigt. Da gibt es einen Ausgleich, diese CO2-Steuer muss sicher noch angepasst werden, aber insbesondere in der Industrie sind wir halt in dieser Transitionsphase. Wir hatten letztlich ein Gespräch zusammen mit der Umweltministerin und mit dem Energieminister über das ETS-System. Und ich denke, dass wir da auch dem Rechnung tragen müssen, dass wir in dieser Transition drin sind und dass wir auch diese Besteuerung unserer Industrie so ausrichten müssen, dass wir sie noch wettbewerbsfähig behalten und dass wir auch dazu führen, dass diese Industrie hier in Europa bleibt, weil es ist die umweltfreundlichste Industrie der Welt. Und die Industrie ist auch unterwegs in eine dekarbonierte Produktion, ist eben halt noch nicht zu dieser Zeit, kann aber noch nicht ganz dekarboniert produzieren. Hydrogen wurde erwähnt. Ich glaube, diese Transformation, da sind wir jetzt drin und die müssen wir auch weiter mitverfolgen. Ein letztes Wort vielleicht noch zu dem Thema Konsum. Ja, ich glaube, da sind Sachen wie Kreislaufwirtschaft ganz wichtig. Sachen wie die programmierte Obsoleszenz, das heißt, wie produzieren wir Dinge, die wir benutzen. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Und dann schlussendlich zu der Messung des Wohlstands, PIB bien-être, heißt das bei uns, das heißt Wohlstandsindiz. Und da kommen halt ganz andere Sachen noch drin, wie das reine BIP. Auch da sind wir unterwegs. Da gibt es noch einen langen Weg. Sollen wir uns nichts vormachen, auch bei uns in Luxemburg, auch um das zu messen. Aber wir sind da, wir arbeiten da dran und ich bin auch da optimistisch, dass wir da Fortschritte machen werden in den nächsten Jahren. Merci. Herr Fratscher, möchten Sie dem etwas hinzufügen, oder? Das Einzige, was mich so überfällt, aber dann nehme ich noch eine Frage aus dem Chat, das ist so, man hat so den Eindruck eines, wie soll ich das sagen, also als Umweltbewegung sprechen wir natürlich von der Urgence-Klimatik und Sie haben vorhin die Wälder angesprochen, also heute regnet es ja und als engagierte Umweltfrau muss man sich da ja so schrecklich darüber freuen, wenn es regnet, weil das so gut ist für die Wälder und so weiter. Aber wir stellen ja wirklich ein Biodiversitätssterben sondergleichen fest, die Wälder auch. Deshalb ist schon ein problematischer, wenn wir noch so viel Holz aus den Wäldern entziehen. Und Nora hatte das zu Beginn gesagt, die Schere zwischen Reich und Arm nimmt auch in Luxemburg zu. Die Differenzen nehmen zu. Es gibt immer mehr eine Urgence-Klimatik. Die CO2-Emissionen haben wir nicht im Griff. Der Biodiversitätsverlust, da gab es jetzt einen Bericht von Wissenschaftlern, der am Montag veröffentlicht wurde. Wir haben ein Observatoire im Naturschutzbereich, hat gesagt, dass der Biodiversitätsverlust in den letzten Jahren massiv zugenommen hat in Luxemburg. Wir sind das zerschnittenste Land. Und wie man angesichts eines, die Instrumente, um diese Transformation hinzukriegen, bevor es unter Anführungszeichen dann aber zu spät ist, im ökologischen Bereich, und im sozialen Bereich, bevor dann aber gewisse Spannungen noch zunehmen und so weiter. Das ist schon eine gewisse
Ja, das ist eine Frage, aber da gibt es jetzt keine Antwort, fürchte ich. Außer man braucht Umbrüche. Es kann wohl nicht alles sanft gehen, oder? Kann das alles mit einem, wir mögen uns alle und wir machen hier und da eine kleine Steuer und dann geht das. Nee, das ist keine gute Frage, gell? Sie ist nicht gut gestellt, aber es ist das Grundproblem. War die Frage an mich oder an... Ja, ich gucke sie auch. Ich gucke sie an, ja. Ich hatte gehofft, der Kelch geht an mir vorbei, weil das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, die große Schwierigkeit, die wir haben, ist die Geschwindigkeit des Wandels. Also technologische Transformation, Veränderung haben wir seit 200, 300 Jahren, seit der industriellen Revolution. Und natürlich bei technologischem Wandel ist immer auch die Sorge da, oh, wird das Arbeitsplätze zerstören und was heißt das? Und diese Transformation stellt ja Menschen vor enorme Herausforderungen. Und wir wissen, wo wir heute stehen, den enormen Wohlstand, den wir haben. Und ich glaube, die Herausforderung, die wir eigentlich schon seit 10, 15, 20 Jahren stehen und vielleicht bisher auch verschlafen haben, ist die Geschwindigkeit, mit der sich Technologie verändert, aber eben auch diese fast Unaufhaltsamkeit des Klimawandels, ja, dass einfach wir keine Zeit mehr haben, dass wir eigentlich jetzt agieren müssen. Und das macht mir Sorge, ist die Geschwindigkeit des Wandels und auch wie wir uns als Gesellschaft, die Wirtschaft anpassen müssen. Und das ist für viele eine Bedrohung, entweder eine reale oder eine wahrgenommene Bedrohung. Ich rede nicht nur von Unternehmen, sondern auch von Menschen. Wenn Sie Menschen heute mit 20, 25 Jahren sagen, das, was du oder was Sie als Ausbildung machen, Sie können sich sicher sein, Sie werden sich ständig fortbilden müssen und müssen vielleicht mal kompletten Wechsel machen in Ihrem Berufsleben. Sie werden nicht 40 Jahre das Gleiche tun können. Ich freue mich, also viele sagen, toll, ich lerne was Neues, ich bin offen, aber viele nehmen das als eine Bedrohung wahr und die wollen Sicherheit und wollen Verlässlichkeit. Und also sowohl ökologisch als auch sozial sehe ich das als die extrem schwierige Herausforderung, ist die Geschwindigkeit, mit der Dinge sich verändern. Und wir haben durch die Globalisierung und durch Klimawandel eben nicht die Möglichkeit zu stoppen. Also viele Leute denken, wir machen einfach die Grenzen zu, Exportverbote und dann können wir das verlangsamen. Das funktioniert ja auch nicht. Also wir können Globalisierung in dem Sinne nicht stoppen. Und aber müssen wir sie vorantreiben mit bestimmten Vorgehensweisen, wie einem Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten wie Mercosur? Oder darf man nicht irgendwann mal sagen, das wollen wir aber nicht und da machen wir jetzt auch einen Bruch in der Art und Weise, wie wir den Handel organisiert haben weltweit? Auch angesichts der Einführung, die Sie hatten, dass das auf die Kosten der Entwicklungsländer häufig geht. Ihre Exportquoten sind ja ganz toll in Deutschland, ne? Aber das, also die Gleichung läuft ja zum Teil mit Mercosur und anderen auch. Export von Wagen für Import von Fleisch und so weiter aus Brasilien. Macht das alles noch Sinn, die über 400 Pestizide zugelassen haben? Ich finde es ganz schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Und erstens mal finde ich es gut, dass wir in Europa doch, glaube ich, ein klares Verständnis haben von dem, was uns wichtig ist. Und ich glaube, wir haben da auch höhere Ansprüche als die Amerikaner oder Chinesen, wenn sie jetzt mal Datenschutzrichtlinien nehmen oder auch, was sie meinen mit Ernährung, ja, mit genmodifiziertem Ernährung. Und das ist uns wichtig. Und ich glaube, das ist gut, aber für mich ist die Frage, wie können wir das, was uns an Werten, was uns wichtig ist, wie können wir das auch nicht nur in ein oder zwei Jahren, sondern in 20 oder 30 Jahren für uns bewahren? Und die Antwort ist, wir werden das nur schaffen, wenn wir das, was uns wichtig ist, als globale Standards durchsetzen. Denn nehmen Sie das Thema Datenschutz, dass Sie jetzt gewisse Industrien, gewisse Sektoren, Unternehmen in Europa gar nicht möglich machen, weil die Datenschutzrichtlinien so eng und so strikt sind, dass die Unternehmen sagen, dann mache ich das in China oder ich mache es in den USA. Dann verlieren wir die Industrie, verlieren wir diese Unternehmen hier. Und dann werden diese Unternehmen letztlich von China oder den USA die Standards global setzen. Und die Standards werden niedriger sein, als was uns lieb ist. Und deshalb ist für mich
bin ich fest Überzeugung, der einzige Weg, wie wir eine werteorientierte Außenwirtschaftspolitik oder Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik machen könnten, indem wir mit den USA ein Investitionsabkommen, also mit den USA letztlich die globalen Standards setzen. Ich sage USA, weil Europa ist mittlerweile zu klein. Ja, also wenn wir sagen, wir wollen das, dann werden die Amerikaner und Chinesen das nicht unbedingt machen. Aber wenn es uns gelingt, uns mit den Amerikanern auf gemeinsame Standards zu einigen, und ich glaube, wir haben sehr viel mehr Überlappungen, ich will nicht sagen, wir haben komplette Einigkeit, mit Sicherheit gibt es große Differenzen und die ganze TTIP-Diskussion vor 5 Jahren hat das ja auch gezeigt. Aber ich glaube, die besten Chancen, die wir heute haben, ist mit den Amerikanern uns zu einigen, was wir als Standards setzen wollen, was uns wichtig ist und dann wirklich das als globale Standards zu verankern. Deshalb ja, heißt es, wir müssen auch dann Kompromisse eingehen. Wir werden dann das berühmte Chlorhühnchen, das ist für mich immer das schöne Beispiel, wo die Deutschen, viele meiner Landsleute dann irgendwie sagen, wir müssen jetzt Chlorhühnchen aus den USA essen. Wenn das der Kompromiss ist, würde ich sagen, bin ich gerne bereit einzugehen. Klar, heißt das auch Kompromisse, aber ich bin fest davon überzeugt, Globalisierung nicht ablehnen, sondern sie so zu gestalten, dass wir das, was uns wichtig ist an Werten, auch realisieren können. Und nicht nur in 1 oder 2 Jahren, sondern auch in 15 oder 20 Jahren. Okay. Oh, manchmal möchte man richtig viel diskutieren. Der Herr Allegrazza hat, also aber jeder im Chat bitte, also Hand heben, wer was sagen will, und oder im Chat schreiben, gell? Ich greife auf, was geschrieben wird, auf welche Art und Weise. Der Herr Franz Fayot. Nein, ich wollte sagen einfach nur, Blanche, ich muss jetzt leider weg. Das okay. Tut mir leid. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Auch einen herzlichen Dank an Marcel Fratscher. Ich fand das hochinteressant. Bin auf den allermeisten Sachen mit ihm einverstanden. Danke für die sehr gute Diskussion. Super. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Fayo, dass Sie daran teilgenommen haben. Herzlichen Dank. Danke. Und für die anderen, ich glaube, es ist so, dass sehr wenige Teilnehmer die Veranstaltung verlassen. Ich würde sagen, wir machen noch 15 Minuten und dann schließen wir aber ab. Aber das Interesse scheint ja noch da zu sein. Deshalb würde ich noch 15 Minuten fortfahren und dann lassen wir es aber gut sein, wenn Herr Fratscher noch 15 Minuten mitmacht damit. Dann muss ich jetzt ein Unwissen meinerseits kundtun, denn der Herr Allegrazza hat geschrieben, ob Sie der deutsche Steven Pinker sind. Und ich kann den Herrn Pinker nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht günstig, dass ich das sage, aber der Herr Allegrazza kann die Frage auch selbst stellen oder möchten Sie das kommentieren mit Enlightenment Now? Ja, ich kenne das Buch. Das ist, ich weiß gar nicht mehr, ist schon vor einigen Jahren erschienen. Ich glaube schon vor 6, 7 Jahren und auch mit einem positiven Tenor, der eben auch über dieses Enlightenment, die Aufklärung spricht und er spricht andere Themen an. Klar, Corona war damals noch gar nicht auf der Agenda. So gesehen gibt es Unterschiede, aber ja, es ist sicherlich eins der vielen Bücher, die mich auch inspiriert haben in dem Buch, das ich geschrieben habe. Okay. So, noch Wortmeldungen? Mich irritiert das etwas mit der, also wir sind in Luxemburg, eine Plattform gegen TTIP in der Form, wie es war. Und auch CETA in der Form, wie es war. Und wir sind natürlich nicht blau und dämlich und wir sind natürlich für eine gewisse Organisation des Welthandels, für den Welthandel. Und trotzdem muss ich sagen, wenn es ist sehr eindeutig, dass man Kaffeeimporte hat und Waren, wo es sinnvoll ist, dass sie exportiert und dass ein Warenaustausch stattfindet. Aber zum Beispiel Luxemburg hat eine Milchproduktion, einen Überschuss in der Milchproduktion, der jenseits von Gut und Böse ist. Und wir importieren wie verrückt Gemüse und Soja. Und da ist man doch in einer Logik, wo man sagt, das macht, sage ich jetzt mal, also ich moderiere jetzt nicht mehr, sondern ich verlasse die Moderation, das macht ja absolut, das ist ja widersinnig. Und unsere Bauern hatten während der Covid-Krise Probleme, da sie ihr Milch nicht mehr los wurde nach Russland oder weiß Gott was. Sorry, das ist aber so eine Grenze, wo ich mir denke, da muss man aber
Grenzen ziehen und sagen, nee, diese Form der Globalisierung macht schlichtweg keinen Sinn mehr. Und wenn es dann zum Teil auch noch mit Sozialbedingungen verbunden ist, die unter aller Sau sind, dann macht es noch weniger Sinn. Oder Sie haben vorher das Wort Soja angesprochen bei den Importen. Es kann doch nicht mehr sein, dass die Landwirtschaftspolitik der EU von Soja-Importen aus Entwicklungsländern abhängt. Damit wir hier unsere Strategie fortführen können, die auf Kosten der Biodiversität geht. Also ich bin da Forscher als Sie. Ich habe Ihren Punkt vielleicht noch nicht ganz verstanden. Also es gibt ich interpretiere es jetzt mal so, dass Sie sagen, wir brauchen bei der landwirtschaftlichen Nutzung, wie heißt das korrekt? Sehen Sie, ich offenbar, dass ich da nicht viel Ahnung habe. Wir brauchen mehr diverse Kulturen beim Anbau, dass wir eben nicht eine so starke Monokulturen haben. Das nehme ich mal als eine Regionalisierung der Landwirtschaft. Ja, und Lebensmittelproduktion auf dem Weltmarkt. Also wir werden nie Kaffee produzieren, denke ich mir. Okay, das muss unter fairen Bedingungen erfolgen. Und so ein Handel macht ja einen Sinn. Aber warum müssen wir hier argentinisches Fleisch und brasilianisches Fleisch essen und unsere Milch nach Russland exportieren? Mit all den Belastungen, die damit verbunden sind. Also die Grenzen der Globalisierung eben auch thematisieren. Oder mein Joghurtbeispiel war wirklich, das war gemeint, dass ein Joghurtbecher der Plastik wird irgendwo hergestellt, der Deckel irgendwo anders und das wird dann so rumgekarrt durch mehrere Länder. Die Grafiken kennen Sie alles. Macht ja aber alles keinen Sinn mehr. Also ich gebe Ihnen recht, es gibt sicherlich Übertreibungen, wo man sagt, ist das wirklich sinnvoll oder ist das auch ökologisch sinnvoll und spiegelt das die wirklichen Kosten wider, die dadurch verursacht werden. Aber was jetzt Landwirtschaft betrifft, sehe ich das ein bisschen anders, gerade aus der Perspektive der armen Länder. Ja, und wenn Sie jetzt Teile von Afrika nehmen, aber auch Teile Asiens oder Russland mit riesigen Flächen und Kornkammer der Welt, die relativ arm sind, die ihre Vorteile, wo die vergleichsweise gut sind, eben in landwirtschaftlichen Produkten ist. Wir wollen denen unsere Autos und Maschinen verkaufen und die wollen uns ihre landwirtschaftlichen Produkte verkaufen. Und es ist ja nicht weder ökonomisch sinnvoll noch fair in der Form von Gerechtigkeit, wenn wir sagen, bitte kauft unsere Autos und Maschinen, aber euer Korn und euer Soja wollen wir nicht haben, weil das wollen wir schon selber produzieren. Dann fangen die an und sagen, dann kaufen wir auch eure Autos und eure Maschinen nicht. Und dann kommt man halt eine Spirale rein, in der dann jeder versucht, alles selber zu machen, aber es gibt gewisse Dinge, die wir nicht so gut selber machen können, wie das andere Länder können. Und Landwirtschaft ist so ein emotionales Thema, weil man eben nicht komplett abhängig sein will von anderen Regionen der Welt. Ja, also man will einfach auch eine gewisse Autonomie haben. Das verstehe ich komplett. Aber das heißt nicht, dass es nicht einen gewissen Handel gibt. Und bei Milch kann man jetzt mit Russland drüber streiten, ob man wirklich... Ich gebe mich auf sehr dünnes Terrain. Das gleiche Thema in Deutschland, wie Sie zu Recht sagen. Es ist sehr viel Angebot entstanden bei Milch, weil man gesagt hat, wir können das nach Russland und andere Länder exportieren. Dann kam mit dem Konflikt, Ukraine-Konflikt, kam die Restriktion an Exporte nach Russland. Und auf einmal hatte man das Angebot, aber nicht mehr die Abnehmer durch Russland. Das heißt, es gab in der Europäischen Union mehr Milch, als wirklich die Nachfrage war. Das hat die Preise natürlich ins Bodenlose getrieben. Und die Milchbauern und Bäuerinnen sagen, wir kriegen noch nicht mal die Kosten dafür, für die Produktion. Das ist dieses Problem, dass man eben dort nicht sich so schnell anpassen kann. Ist ja klar, ein Bauer oder eine Bäuerin, die können ja nicht sagen, ich stelle mich jetzt innerhalb von einem Jahr um von Milchkühen und baue jetzt Soja oder was. Ich weiß gar nicht, ob Soja überhaupt möglich ist in Luxemburg oder in Deutschland, baue Produkte an, die ich vorher nicht hatte. Das ist halt die Schwierigkeit. Und
Also ich bin da gemischter. Ich würde gerne Europa öffnen, gerade auch um den armen Entwicklungsländern mehr Chancen zu geben, denn für die ist es wichtig, Einnahmen zu generieren, sodass die auch Wohlstand schaffen können. Okay, ich persönlich hinterfrage, dass das in der Form richtig ist, aber wir lassen es dabei. Also es sind Kollegen aus dem landwirtschaftlichen Sektor dabei, aber wir müssen ja keine Landwirtschaftsdiskussion führen, aber wenn wer was sagen will, ich spreche die jetzt nicht sofort an, die Leute haben das nicht immer so gerne, aber wenn wer aus dem Sektor was sagen will, dann soll er das tun oder auch von einer dritten Weltorganisation. Da möchte sich jetzt keiner mehr einmischen. Ich sehe eine sehr schöne Frage im Chat von Christoph André zum neuen Kommunismus. Ich habe die jetzt nicht gesehen, Entschuldigung, ja. Ich lese es mal vor, als Teil der jüngeren Generation, ich bin 25 Jahre alt, ich leider nicht, aber Christoph André, stelle ich mir die Frage, wie realistisch es ist, dass ich einen extrem radikalen Umbruch der Gesellschaft miterleben werde, der einen kapitalistischen Weltmarkt durch eine andere Form eines Weltmarktes, vielleicht eher etwas in Richtung neuer Kommunismus, ersetzt. Als Folge davon, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Finde ich eine total spannende Frage. Und das, ich glaube, wir laufen auf einen massiven sozialen Konflikt zu, so wie wir im Augenblick die Schere, die sich immer weiter öffnet. Bei Einkommen, bei Vermögen, aber eben auch bei Chancen. Und wir sehen es politisch, dass wir immer stärkere Polarisierung haben. Wir sehen es im öffentlichen Dialog. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und Brexit ist ein Beispiel für mich, dass ein Resultat dieser Polarisierung ist. Die Wahl Donald Trumps in den USA, der Populismus, ist ein Beispiel dafür, dass 50, 60 Millionen Amerikaner sagen, wir auch durch die Globalisierung, wir sind so hinten runtergefallen, haben unsere Jobs verloren, haben weniger Einkommen. Die unteren 40 und unteren 30% der Amerikaner, 30% haben heute geringere Realeinkommen als noch vor 40 Jahren. Also ganz, ganz viele sind abgehängt worden. Und dass die Menschen verzweifelt sind und dann sagen, wir wählen für einen Donald Trump. Also ich will jetzt nicht zu politisch werden als Wissenschaftler, aber ich glaube, wir sehen es schon, dass diese Polarisierung in unserer Gesellschaft da ist, auch in Deutschland, auch die politische Polarisierung natürlich bei Weitem nicht so extrem, wie das in den USA der Fall ist und war. Aber ich mache mir auch diese Sorge. Ich glaube nicht, dass es einen neuen Kommunismus gibt, dass es so eine richtige Revolution gibt, wo man die demokratischen Institutionen über Bord wirft. Einige Politiker und Politikerinnen in Deutschland reden von einem demokratischen Sozialismus. Vielleicht ist es ein besserer Begriff. Ich habe es in meinem Vortrag angesprochen. Ich glaube, eigentlich mit der sozialen Marktwirtschaft haben wir eigentlich einen sehr guten Gesellschaftsvertrag. Ich glaube schon, dass eine Marktwirtschaft gut ist für Innovationen. Nehmen Sie das, die Entwicklung von Impfstoffen durch BioNTech. Kleines privates Unternehmen, das unglaublich innovativ ist, wo der Staat ihnen sagt, wir lassen euch alleine, wir unterstützen euch mit einer guten Infrastruktur, macht und seid innovativ. Aber Sie sind für die Patentfreigabe aber jetzt, gell? Das habe ich auch gelesen, ne? Ich bin für Patentfreigabe, ich bin dafür, dass man die Unternehmen zwingt, Lizenzabkommen mit Unternehmen und mit Pharmaunternehmen in Entwicklungsländern zu machen, damit eben schneller Impfstoff produziert wird. Ja, also Marktwirtschaft heißt nicht, also war ein Begriff von Neoliberalismus, die Tatsache, dass Unternehmen alles tun können, was sie gerne wollen. Also muss der Staat schon klare Regeln und klare Rahmenbedingungen setzen. Aber was mich auch optimistisch macht, also jetzt im Vergleich zu USA und China, dem globalen System, glaube ich, haben wir in Europa ein sehr gutes System, einen sehr guten Gesellschaftsvertrag, eben diese soziale Marktwirtschaft, also genau dazwischen, nicht so ein, ja, der Staat weiß alles und kontrolliert alles, wie in China, und es gibt nur eine Partei und nur ein System, in den USA einen sehr individualistischen, harten Kapitalismus. Deshalb glaube ich, haben wir eigentlich in diesem Systemwettbewerb gegenüber USA und China zumindest diesen Vorteil, dass wir einen guten Ausgleich haben. Und ich glaube, das sollte man viel stärker nutzen, eben dieses Soziale und Ökologische in der Marktwirtschaft stärker zu betonen. Ich glaube, ich nehme noch die letzte Frage. Ich habe da effektiv da einige. Die Frage ist noch, ob man eine andere Gouvernance bräuchte, das heißt horizontale, vertikale Ministerien, die von horizontalen Ministerien dann
in der Zieleinhaltung über die anderen begleiten, in der Zieleinhaltung und prüfen. Also, ja. Ja. Das ist nicht einfach jetzt so Viertel nach acht, diese Frage, ne? Also, was mir so spontan dazu einfällt, ist das Thema Digitalisierung in Deutschland, wo wir immer darüber diskutieren, brauchen wir ein Digitalisierungsministerium. Ja? Bisher haben wir das nicht, weil es heißt, jedes Ministerium, jeder Bereich, ob das jetzt Wirtschaft, ob das Familie, ob das Soziales, ob das Umwelt ist, die müssen natürlich auch mit Digitalisierung umgehen und das auf ihrer Agenda haben. Funktioniert nur nicht in Deutschland und ich glaube in vielen anderen europäischen Ländern auch nicht. Deshalb wäre da mein Gefühl, meine Überzeugung, ja, es würde sinnvoll haben, so ein Ministerium zu haben, das Digitalisierung macht. Also das ist wahrscheinlich dann, was ist das? Vertikal, also die deckt im Prinzip alle Themen ab und liefert das dann auch den einzelnen Fachministerien. Also das, glaube ich, schon wäre in manchen Bereichen wie Digitalisierung durchaus sinnvoll. Im Sozialen, ich weiß, wie gesagt, zu wenig über Luxemburg, Entschuldigung, dass ich da ein bisschen wenig weiß, aber in Deutschland haben wir Ministerien für Soziales und Arbeit, Arbeit und Soziales, das im Prinzip für die sozialen Themen zuständig ist. Ja, also ich glaube schon, dass diese Frage der Governance wichtig ist. Okay, dann würde ich sagen, außer es brennt noch einem eine Frage. Wenn wir abschließen, Nora, möchtest du noch etwas sagen? Ja, also ich habe mich hier zurückgehalten, weil es wird so viel diskutiert und danke Blanche für deine Moderation und auch Animation der Debatte. Und es war so vielschichtig, dass es eigentlich fast jedes eigene Thema schon eine Stunde Debatte oder mehr noch benötigen würde. Deshalb haben wir nicht so viel interveniert, aber ich danke, es war sehr bereichernd, es war wirklich sehr spannend und ich bin auch wirklich auf den allermeisten Punkten absolut einverstanden mit dem, was Sie gesagt haben, Herr Frasch. Und für uns ist das schön, Ihre Sichtweise einmal vorgestellt zu bekommen und auch die Wertschätzung der sozialen Kohäsion in der Gesellschaft noch einmal hervorzustreichen, weil das ist unser Anliegen, das haben wir immer, das wollen wir immer nach vorne bringen und oft sind wir da allein an der Front. Deshalb ist es sehr wichtig und ich denke, da teilen wir sehr vieles von dem, was Sie gesagt haben, auch auf allen Punkten. Und ja, für den Rest, also wie gesagt, schwierig jetzt irgendwie ein Fazit hier zu ziehen, weil es so eine breit gefächerte Diskussion war. Auf jeden Fall vielen Dank auch von unserer Seite, sehr spannend. Ja, dann denke ich, merci Nora, dann schließen wir ab. Ich wollte noch sagen, der Bericht, die Veranstaltung wird natürlich auch online gesetzt. Für jene, die Interesse daran haben, das dauert jetzt 1-2 Tage, dann wird das verfügbar sein. Sehr herzlichen Dank für Ihre Geduld, es ist 7:45 und natürlich sehr herzlichen Dank an Herrn Fratscher für den wertvollen Beitrag und auch Ihre Geduld. Das war sehr anregend. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und hoffentlich bald mal wieder in Person. Ja, auf jeden Fall. Sehr herzlichen Dank an euch alle und schönen Besuch im Restaurant oder sowas wünsche ich euch. Schönen Tag auf jeden Fall. Ciao, ciao.